So, wie ist die Lage in Dubai? Wir machen kurz einen Smalltalk, weil ich gerne noch so 2-3 Minuten warten möchte, weil sich doch bestimmt immer einige verspäten. Wie das eben manchmal so ist. Ich habe schon gedacht, wir halten das hier mit Mundschutz ab. Ich wollte hier eigentlich einen Gag machen, aber jetzt habe ich es verlegt. Besser so. Wann dürft ihr wieder raus? Seit heute Morgen. Seit heute Morgen ist es zumindest so, dass man zwischen 6 Uhr morgens und 22 Uhr raus darf. Aber in der Zeit maximal 3 Stunden. Kann keiner wirklich kontrollieren, aber wir sind dazu angehalten, dass es so ist. Und halt super, super strenge Auflagen. Also alles ist, also ich sag mal so, dass wenn du 0 als jetzt mal, also alles wurde auf 0 gestellt und ich würde schätzen, dass wir so bei 30% sind so ungefähr. Wenn überhaupt. Und die nächste Lockerung kommt dann in 4 Wochen oder was? Oder? Es gibt 4 Stufen der Lockerung angeblich und ich denke mal, das wird jetzt so im 2-Wochen-Rhythmus, schätze ich mal, kommen. Vorausgesetzt, die Zahlen bleiben, wo sie jetzt gerade sind, also im moderaten Anstieg. Ja. Ja, das ist ja für jemanden wie euch, der irgendwie 30 Länder pro Jahr oder 40 Länder pro Jahr bereist, ist das ja jetzt wie Knast, oder? Wir waren noch nie so lange zu Hause. Noch nie. Also wir haben in den letzten zwei Jahren 85 Länder bereist, bisschen mehr, also was sind das? Ein bisschen mehr als 2 Jahre, fast 2,5 Jahre. 85 Länder und das mal runtergerechnet ist ein Land pro Woche. Wir sind jetzt seit 6 Wochen waren wir noch nie zu Hause. 4 Wochen war die höchste Anzahl. Ich sage immer, ein guter Networker hat ein gutes Mindset. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich das Beste ausgemacht, oder? Also ich muss wirklich sagen, ich will gar nicht, also ich meine, uns geht's gut, wir sind gesund, das ist das Wichtigste. Das ist egal, wie groß oder wie klein die Wohnung ist oder wie klein oder groß der Balkon ist oder was auch immer, sondern uns geht's gut. Wir haben zum Glück keinen in der Familie und auch selbst im entferntesten Bekanntenkreis keinen, der gesundheitliche Beeinträchtigungen hat davon. Ich habe einige bei mir im Network-Marketing-Team in Venedig. Als das losging in Venedig, war ich ja noch in Venedig am 15.02. Und habe den einer der letzten offiziellen Flieger genommen, die noch raus da waren, weil ich mit meinem Team da war. Und das ist ein sehr, sehr altes Team, was ich da habe. Und da ist wirklich tatsächlich, also jeder Zweite, der in irgendeiner Art und Weise entweder tatsächlich die Krankheit hat oder wirklich auch Leute in der Familie hat, die verstorben sind. Darf ich mal fragen, was aus der Sicht eines 26-Jährigen alt ist? Ich habe ein altes Team. Ich meine, wir sind schon mittendrin. Zum Thema Alter kommen wir gleich auch noch. Ich würde sagen, ja, wir sind schon, ja, wie gesagt. Lass einfach reinstarten und dann ergibt sich, glaube ich, viel. Wir fangen jetzt an und ich denke, dass soweit alle da sind. Ansonsten kommen die Leute noch dazu. Ich würde ganz gerne mit einer Kurzvorstellung mit dir beginnen, dass du vielleicht dich selber kurz vorstellst. Ja. Wir haben dich erstmal schon vorgestellt als einen der erfolgreichsten jungen Networker Europas. Ich weiß nicht, ob das richtig ist auf dem Punkt oder ob man das noch anders untermauern kann. Vielleicht kannst du selbst was zu deiner Person sagen, damit die Leute dich besser kennenlernen können. Ich glaube, sowas müssen immer andere beurteilen, ob man erfolgreich ist oder nicht, weil ich glaube, jeder definiert seinen Erfolg irgendwo anders. Ich glaube, ja, wir sind erfolgreich mit dem, was wir tun, auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich habe 2010 die Entscheidung getroffen, damals meine Schule abzubrechen und nicht weiterzumachen. Habe meinen Realschulabschluss gemacht, bin damals nach Köln gezogen, habe meine Hotelfachausbildung gemacht, also ganz bodenständig, super, super krass bodenständig, aber ich habe die Dienstleistung schon immer geliebt und habe in Köln damals gelernt, 3 Jahre, war dann 2 Jahre festangestellt,
Und muss wirklich sagen, oft fangen diese Geschichten an mit, oh ja, ich habe meinen Job gehasst und Schicksalsschläge und hast du nicht gesehen, aber die Wahrheit lag bei mir tatsächlich darin, dass es bei mir so war, dass mein Leben ganz normal war. Also ich hatte weder Schicksalsschläge, ich habe meinen Job gerne gemacht, wir haben nicht viel Geld verdient, gar keine Frage, aber alles war gut. Also in einer der geilsten Städte der Welt, in Köln, und alles war in Ordnung. Ja, ich habe mich richtig zu Hause gefühlt, wie man sagen würde. Und ich habe dann irgendwann mit 21 irgendwie das Gefühl gehabt, Hotellerie, ja, macht Spaß, aber der Grund, warum ich damals die Hotellerie ausgewählt hatte, war ja der, dass ich gesagt habe, ich will irgendwann einmal international arbeiten. Also irgendwann einmal will ich die Chance haben, zu reisen oder was. Und ich habe damals versucht, über das Intranet in irgendeiner Art und Weise irgendwo hinzukommen und habe durch dann, in meiner Welt war das ein Schicksalsschlag, weil... Und da ist niemand gestorben oder sowas, aber das war für mich so ein Schlag in die Fresse. Als ich nämlich, ich habe 5 Jahre für Marriott gearbeitet und dann kam da jemand, der war Student und auf dem Blatt Papier anscheinend besser als ich. Und der hat tatsächlich die Position bekommen, die ich damals, wofür ich 5 Jahre darauf hingearbeitet habe. Und es gibt nicht viele in dieser Position als Concierge, Junior Concierge. Und ja, Fakt ist, ich habe damals die Entscheidung getroffen, ich habe meinen Job gekündigt, Wohnung abgegeben, alles weg und bin tatsächlich einfach ausgewandert. Ich habe mich überall beworben auf der ganzen Welt, habe eine Zusage bekommen und die war nach Dubai, habe alles weggegeben. Klar, mit 21 ist das natürlich einfacher als mit Mitte 30 und mit Hund, Katz, Maus, gar keine Frage. Aber ich habe mir damals gesagt, hey, warum nicht? So, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe die ersten 2 Jahre tatsächlich, ich glaube, in Deutschland würde man sagen, eine ordentliche Pleite hingelegt. So, also kurz davor, die Finger zu heben. Ich habe weit über meine Verhältnisse gelebt. Ich glaube, das darf man mit 21, 22 sogar noch. Habe das damals versucht, in irgendeiner Art und Weise zu kaschieren. Habe tatsächlich nicht so gelebt, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil die meisten Menschen hier wahrscheinlich, wenn ich fragen würde, hey, was ist so das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du an Dubai denkst? High-Rise-Buildings, Burj Khalifa, schöne Autos, Menschen, Strand, Sonne. All das kostet natürlich auch eine Stange Geld. Ich meine, Thomas und Ruth können das bestätigen. Das kostet jetzt nicht, dass wir die dicken Autos haben, ja? Nur weil wir eine Woche in Dubai waren. So. Aber Fakt ist, das Leben hier ist tatsächlich doch ein bisschen teurer als das Studentenleben, was ich aus Köln kannte. Ganz einfach. Und ich bin damals von, keine Ahnung, 1800 Euro brutto oder was in Deutschland auf tatsächlich 500 Euro runter in Dubai. Nicht pro Woche, nicht pro Tag, sondern im Monat. Für tatsächlich 7 bis 10 Tage arbeiten, 1 Tag frei, 7 bis 10 Tage arbeiten, 1 Tag frei. Und Arbeitsverträge und Co. gibt's hier, aber das war's aber auch. Die gibt's. So, ob die eingehalten werden oder nicht, das ist dann mal noch eine andere Sache. Und ich habe das getan, was ich am besten konnte. Und zwar, ich habe angefangen tatsächlich, und da fängt eigentlich Network Marketing an, bevor ich Network Marketing überhaupt angefangen habe. Und da ist übrigens auch einer der größten Fehler von den meisten Menschen, die nämlich Network Marketing machen oder Direktvertrieb oder Allgemeinvertrieb. Weil ich habe damals eine Sache gemacht, und zwar die, dass ich hingegangen bin und das gemacht habe, was ich am besten kann. Und zwar, ich habe genetzwerkt. Ohne, also unterbewusst. Ich habe genetzwerkt im Sinne von, ich habe Menschen kennengelernt auf meinem Weg und ich war immer der Meinung, egal wie klein oder wie groß oder wie alt oder wie auch immer die Person war, ich war immer der Meinung, dass ich was geben konnte. Zu dem Zeitpunkt konnte ich viel geben in meiner Dienstleistung. Ich habe die verrücktesten Menschen kennengelernt. Wenn ich euch ein paar Namen nennen würde, das ist schon, also von dem Bruder von Osama bin Laden, den ich betreut habe über mehrere Wochen hinweg, bis hin zu viele verschiedene Leute, also wirklich auch viele große, interessante Menschen kennengelernt. Und ich war immer der Meinung, dass ich auch was geben konnte. Und ich habe immer mein Netzwerk erweitert. Und irgendwann bin ich tatsächlich aus diesem Hotel rausgekommen, habe einen anderen Job gehabt, habe die Freiheit gehabt, ein bisschen mehr zu leben und habe durch Facebook Network Marketing kennengelernt. Und Wann war das? Nach 2 Jahren, also im Januar 2016. Mhm. Also ich war schon 3 Jahre in Dubai. Network Marketing ist mir bis dato natürlich ein Begriff gewesen. Also ein Begriff dahingehend, dass ich wusste, dass es da dieses Pyramidensystem gibt. Und da gibt es aber wohl legale, aber auch illegale.
Und irgendwie sitzen aber die, die oben sitzen, die verdienen immer Geld, und die, die unten sitzen, die verdienen aber nie Geld. So, das war meine Interpretation von Network Marketing bis dato. Warum? Weil es mir bis dato noch niemand erklärt hat. Ganz einfach. Sondern worüber spricht man lieber? Man spricht ja lieber über die Gescheiterten in Deutschland. Man spricht ja lieber über die Menschen und sagt, ach guck mal, der Horst, Mensch, der hat das doch immer versucht. Der war doch damals hier bei dieser Kräuterbude da. Der hat doch damals das und das gemacht. Darüber spricht man ja gerne. Anstatt darüber, dass jemand tatsächlich sich Gedanken darum macht, okay, ich will im Leben weiterkommen und ich suche nach einem Vehikel. Und ich habe mir damals geschworen, dass wenn ich irgendwann mir jemand die Hand reicht und mir sagt, hey, ich helfe dir, ich offeriere dir etwas, dass ich nicht Nein sage. Und das war damals die Firma, bei der ich gestartet bin, und habe diese Firma auch nie wieder verlassen und habe von dort angefangen aufzubauen. Wir können gleich noch gerne auf die Struggles und die Hochs und die Tiefs und was gab es mehr Hochs, gab es mehr Tiefs, drauf eingehen. Aber Fakt ist, dass Network Marketing die Grundlage für mich war, nicht nur weit über 15 Millionen Euro Umsatz zu machen, sondern auch weit auch über 1 Million zu verdienen mit Network Marketing und daraus resultierend unglaublich viel Freiheit genießen darf mit 27. Und ich muss dazu sagen, dass diese allgemeine Reise oft unterschätzt wird. Warum? Weil immer versucht wird, natürlich den Partner zu sponsern oder jemanden ins Team zu kriegen und dem natürlich erzählt wird, hey, ist alles easy, du musst nur das und das und dann läuft's. Mir wurde das damals dann auch erzählt, aber die Wahrheit war einfach eine andere. Ja? Es bedarf natürlich viel Arbeit, aber die Wahrheit ist die, es kann alle Träume, alles verändern in deinem Leben. 100%. Aber da sind wir schon, also ich habe eine Stichwortliste gemacht, die gehen wir jetzt mal so Punkt für Punkt durch, aber bleiben natürlich in einem fließenden Dialog. Jetzt bist du gerade, jetzt bist du wieder da, eingefroren. Aber da sind wir schon, als du angefangen hast mit Network Marketing, dann bist du ja mit einer gewissen Idee oder auch einer Vorstellung und einem Versprechen, die andere dir gegeben haben, reingegangen. Wie hast du angefangen? Jetzt geht nicht darum, ob es jetzt richtig oder falsch ist, sondern wie hast du gestartet und ja, was ist dir dabei begegnet? Also man muss dazu sagen, mich hat damals nicht irgendwie ein Kollege oder so gefragt oder irgendwie Familie oder Bekannte, sondern mich hat tatsächlich jemand über Facebook rekrutiert. Also meine damalige Upline hat mir über Facebook eine Nachricht geschrieben. Ich schätze mal, das war eine von vielen Nachrichten, die er geschrieben hatte. Aber da hat er halt irgendwie einen Schwarzer getroffen. Und folgendes ist passiert. Er hat mir eine Nachricht geschrieben. Hey, hab gesehen, du wohnst in Dubai. Ich glaube, der hat mich über eine Gruppe gefunden. Deutsche in Dubai, irgendwie sowas. Oder Deutsche Gemeinschaft Dubai. Hat mir geschrieben und hat nach einem Kaffee gefragt. Und dadurch, dass ich ja Netzwerker war und bin, also im Sinne von, dass ich mir immer ein Netzwerk aufgebaut habe. Immer. Von Menschen, die ich kannte und hier und da und immer. Hab mich dann registriert. Relativ schnell. Ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang überhaupt mich nicht identifizieren konnte mit weder der Firma noch mit dem Produkt. Überhaupt nicht. Das ist auch kein Geheimnis oder sowas, aber ich muss ehrlich sagen, mit 21 damals, beziehungsweise dann 22, 7 Tage später, mit 22 interessierst du dich jetzt nicht, welche Stammzellencreme du dir ins Gesicht schmieren kannst. Sage ich dir ganz ehrlich. So, da geht es um andere Prioritäten. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich registriert, habe mir die Produkte geholt und habe einen großen Fehler gemacht, und zwar, ich habe mir erstmal eine Woche einfach Urlaub gegönnt. Ich habe nicht angefangen zu arbeiten. Ich habe mich registriert, habe die Produkte in die Ecke geschmissen und da war halt die nächste Bootsparty wichtiger als irgendwas anderes. Einer der größten Mindset-Themen überhaupt. Wir Menschen fangen immer irgendwelche Dinge an, aber ziehen sie nie durch. Ich habe doch nie im Network Marketing jemanden scheitern sehen. Ich habe nur Menschen aufhören sehen. Immer. Immer und immer wieder. Menschen hören halt einfach kurz vor der Ziellinie auf. Und die Ziellinie kann heißen 500 Euro im Monat. Die Ziellinie kann heißen 1.000 Euro im Monat. Die Ziellinie kann heißen 10 Millionen im Jahr. Was auch immer dein Ziel ist oder deine Zielsetzung dahinter ist. Aber Fakt ist, ich habe mir erstmal Urlaub gegeben. Warum? Weil mein Fokus völlig daneben lag. Und ich musste tatsächlich noch mal ein bisschen tiefer rutschen, um zu verstehen,
dass wir alle gemeinsam eine gewisse Zeit auf diesem Planeten haben und wir diese Zeit entweder gut gestalten oder schlecht gestalten. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu arbeiten. Was habe ich gemacht? Ich habe jeden Tag, ich nenne das STP, Show the Plan and Show the Product. Und zwar jeden Tag. Es gab für mich keinen Tag mehr, wo ich keine Geschäftspräsentation gemacht habe. Übersetzt das mal bitte für alle. Also Show the Plan zeigt den Plan und zeigt das Produkt. Ja? Mhm. Sprich wirklich über den Plan, sprich über die Möglichkeiten. Also vor allen Dingen in der jetzigen Zeit. Ich meine, ein einfacheres Businessmodell zur jetzigen Zeit gibt es ja gar nicht mehr. Auf einmal ist Network Marketing gar nicht mehr so verrufen, weil auf einmal ist ein wirklicher Plan B ist. Ja. Für ganz viele Menschen da draußen. Denn du kannst mit wenig Invest, ein paar Produkten und einem wirklich Halbwissen zwischen 1.000 und 2.000 Euro verdienen. Ohne Probleme. Das geht. Das geht im Network Marketing, vor allem im Produkt-Network Marketing. 100%. Wenn man die Priorität richtig setzt. Wenn man die Priorität richtig setzt, und da bist du genau bei dem Punkt. Und zwar, ich habe die Priorität nämlich nicht richtig gesetzt. Meine Priorität war, hey, lass mal zur nächsten Party gehen, lass mal vorlaufen. Das war meine nächste Priorität. Als ich dann aber irgendwann mal einen Anruf bekommen habe von der Bank, und die dann mal gesagt haben, Herr Schweigert, wann zahlen Sie denn eigentlich die nächste Kreditkartenrate? Und ich dann mal gefragt habe, wie viel ist es denn? Und dann sagt sie, knapp 30.000 Euro damals, 120.000 Dirham. Also gibt es halt in Dubai genau zwei Optionen. Zahlst oder es schießt nicht weg. Ganz einfach. Du hast eben gesagt, dein Sponsor hat dich damals wahrscheinlich mehrfach angeschrieben. Du hast ja nicht sofort reagiert. Und ein gemeinsamer Bekannter von uns hat ja den Satz geprägt, also zumindest in meinem Kopf, zu früh, zu spät war genau richtig. Was hat dein Sponsor in dem Moment richtig gemacht, dass er dich abgeholt hat? Kannst du dich noch daran erinnern? Warum hat das dann plötzlich gefunkt? Er hat mir das allererste Mal geschrieben am 31.12.2015 und ich habe reagiert am 6.01.2016, also nach Neujahr. Ich habe die Nachricht gesehen gehabt, die ist allerdings im Spam-Ordner gelandet. Ich war wieder mit dem befreundet, ich kannte die alle gar nicht, niemanden mehr. Und mein erster Eindruck war ein bisschen spooky. Ein gut aussehender junger Kerl aus der Nähe von Köln will mit mir einen Kaffee trinken gehen. Was auch immer jetzt man denken mag, aber war irgendwie erstmal komisch, der generelle Eindruck. So. Aber die Neugier war größer. Und aber vor allen Dingen, weil eine Sache hat mir meinen Job beigebracht in der Hotellerie. Ich war immer offen. Ich war immer offen, Menschen kennenzulernen. Immer. Ich bin ein offenes Buch. Ich bin wirklich mit offenen Armen durch. Alles gut. Ich liebe sie alle von Anfang an. Ich gebe allen mein Vertrauen von Anfang an komplett. Mal gucken, was passiert. Und das hat mich in die verrücktesten Situationen gebracht. In die wirklich verrücktesten Situationen. Ja. Egal, ob Menschen kennenlernen, egal, ob auf irgendwelchen Partys rumtouren, wo ich auf jeden Fall nichts zu suchen hatte. Definitiv nicht. Menschen kennengelernt habe und eine Eintrittskarte in ein Netzwerk dadurch gewonnen habe, was mir unglaublich viele Türen geöffnet hat. Unglaublich viele Türen. Jetzt, ich erinnere mich an einen Satz, den ich schon ein paar Mal gehört habe. Nee, das Business ist nichts für mich, weil dann habe ich ja keine Freizeit mehr. Mhm. So. Jetzt, die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, ist, Party machen ist ja weiterhin erlaubt. Rausgehen, eine Bootstour machen, ist ja weiterhin erlaubt. Ja. Die Frage ist ja, wie netzwerke ich? Und was kann ich an Kontakten da, indem ich einfach lebe, um mein Leben lebe? Natürlich muss ich auch fleißig sein, meine Hausaufgaben machen, meine Präsentationen machen, meine Produkte zeigen, meinen Plan zeigen. Aber das Leben ist ja nicht vorbei. Das, finde ich, ist so dieser große Trugschluss, den vor allem junge Leute immer wieder verspüren. Hast du das auch verspürt? Ganz im Gegenteil. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich das super gut in meinen Lifestyle integrieren konnte. Weil eine Sache brauchte ich ja irgendwann. Menschen. Das ist ja ein Menschengeschäft. So, das heißt, ich musste ja in irgendeiner Art und Weise entweder Menschen kennenlernen, also entweder, guck mal, Network Marketing ist es ganz einfach. Menschen kommen rein, entweder sie haben bereits ein unglaublich tolles existierendes Netzwerk, welches sie dann abarbeiten und bedienen können, oder
sie haben eben keines und müssen sich das aufbauen. Beide Wege sind gleich lang. Oft ist es allerdings so, dass Menschen, die natürlich mit einem, nimm mal einen Anwalt. Ein Anwalt steigt morgen bei mir im Team ein, der hat natürlich ein komplett anderes Grundverständnis und ein komplett anderes Freundesumfeld als jemand wie ein 18-jähriger Abiturient. Gar keine Frage. Fakt ist aber, was ich gemacht habe, ist, ich habe Network Marketing zu einem Lifestyle gemacht. Ich habe das integriert in meinen Tagesrhythmus. Ich habe auch gearbeitet, jeden Tag. Ich hatte einen Job, weil viele sagen dann auch, aber ich habe doch einen Job und Co. und drum und dran. Ich sage dir eins, und da bin ich super transparent und super straight. Egal, wen wir nehmen, wenn ich dir eine GoPro an den Kopf knalle und ich dich 48 Stunden verfolgen würde, ich würde Zeit finden für Network Marketing. 100%. Wie viel Zeit wir mit irgendwelchen Blödsinnssachen verbringen, lass es TikTok sein, lass es Instagram sein oder was auch immer. Ja? So, nehmen wir jetzt die Luise Schmidt, 22 Jahre alt, stilles Mäuschen, schüchtern ohne Ende. Ihr würdet sagen, ich höre immer, jeder kann Network Marketing. Ich kann das nicht. A, ich kann nicht verkaufen und B, bin ich viel zu schüchtern. Wie, angenommen, jetzt würde jemand zu dir hinkommen und sagen, hey Taylor, ich finde das klasse, was du machst, aber ich kann nicht verkaufen, bin zu schüchtern. Kann ich das überhaupt? Wie würdest du sie anleiten? Was würdest du sagen? Was würdest du machen? Also erst einmal, alle wollen, aber nicht jeder kann. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Alle, also Millionär sein, auf jeden Fall, wollen sie alle. Millionär werden, schwierig. Fakt ist, dass einer, wie du sie gerade genannt hast, 22-Jährigen, stilles Mäuschen, weiß gar nicht, ob das was für sie ist, verkaufen findet sie auch doof und allem drum und dran, dann fängt man, in meiner Meinung, mit der Profilbeschreibung, die du gerade gesagt hast, erstmal an einem ganz anderen Punkt an. Und zwar, wenn jemand generell erstmal von vorneweg sagt, verkaufen ist schlecht, dann stimmt schon mal grundlegend etwas nicht. Warum? Wir verkaufen uns jeden Tag, ob du willst oder nicht. Jeder, der angestellt ist, hat sich verkauft. Jeder, der in einer Beziehung ist, hat sich verkauft. Jeder, der jemals irgendwo mal mit Frau oder Mann oder was auch immer irgendwo gelandet ist, hat sich verkauft. Ob du willst oder nicht. So, also verkaufen ist in Deutschland nur was Schlechtes, weil das Wort verkaufen so unglaublich schlecht behaftet ist. Wenn ich jetzt hingehe und sage empfehlen, auf einmal sagen sie, ach, empfehlen, das ist aber einfach. Lippenstift empfehlen, das ist ja easy. Aber verkaufen bloß nicht. Das heißt, eine Sache, die wir im Network Marketing, es gibt ja diesen Spruch, Network Marketing ist nichts anderes als Persönlichkeitsentwicklung getarnt mit einem Produkt. So, sagt man ja. Und ich bin der absoluten, zu 100%igen Überzeugung, dass man so jemanden, wie du sie gerade beschrieben hast, erst einmal fett am Mindset arbeiten muss, also definitiv, weil anders, wenn jemand auftritt und sagt, ich will nicht verkaufen, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Irgendwo müssen wir ansetzen. Das heißt, vom Mindset her, es gibt eine Regel für Erfolg und es gibt eine Formel für Erfolg, weil vielleicht für die Eulen hier im Call oder die im Replay das sehen, jeder, der nicht weiß, was Eule bedeutet, einfach Eule Tobias Beck mal eingeben bei YouTube, dann habt ihr das erklärt. Also für die ganzen Zahlen-Geeks hier, es ist so, es gibt eine Formel für Erfolg und falls irgendjemand gerade mitschreibt, schreib dir das dick und fett auf deinen Zettel drauf. Und zwar Erfolg ist nichts anderes als Mindset plus Skillset mal die Wiederholung. Sprich, Mindset plus Skillset mal die Wiederholung. Das ist die Wahrheit für Erfolg. Jetzt heißt es erstmal am Mindset zu arbeiten, hinzugehen, zu sagen, okay, pass auf, was sind deine Einwände, verkaufen will ich nicht, hey, guck mal, du verkaufst gar nicht, sondern du empfiehlst etwas, wenn du überzeugt vom Produkt bist. Sind wir mal ganz ehrlich, machen wir jeden einzelnen Tag. Schöner Lippenstift, hey, wo hast du denn her? Ah ja, hier von Mac. Ah ja, cooler Kilo-Film, ah, kann ich dir empfehlen oder nicht empfehlen? Hey, wo ist die beste Pizza in Köln? Ah, bei Luigi. Wir empfehlen jeden Tag. Hey, Thomas, ihr wart doch letzte Woche in Ägypten. Welches Hotel empfiehlst du denn? Ah ja, das Sheraton. Okay, top. Ja, es ist witzig. Wir haben eine Freundin, die hat uns schon mit den Produkten, die wir in unserem Direktvertrieb haben, 3 neue Kunden gebracht, empfohlen. Wir haben gesagt, warum bist du nicht selber Vertriebspartner? Und sagt sie, oh Gott, das will ich verkaufen, kann ich nicht. Ist das nicht krass?
Und dann stehst du davor und sagst, es ist ein Mindset-Problem. Es ist ein Perspektivproblem. Sobald ich Marketingmanager bei L'Oréal bin, klatschen alle Applaus. Super, krass. Sobald ich Geschäftsführer meiner eigenen Network-Vertriebsgesellschaft bin, oh Gott, hör mir auf. Also, und du baust ja ein klassisches Business mit klassischen Marketing-Tools, mit Vertriebstools. Du baust das ja auf. Aber trotzdem wird es verpönt. Ein Vertriebler in einem Versicherungsunternehmen, in einem Versicherungskonzern, die verdienen unanständig viel Geld, teilweise mehr als die Geschäftsführer, weil die so viele Boni kriegen. Und was die noch nicht monetäre Boni kriegen, wollen wir ja gar nicht, das war ja alles schon in der Presse. Das ist alles legitim. Aber sobald man ein Network-Marketing betreibt, ist es negativ. Es ist aber auch wieder eine gesellschaftliche Frage, vor allem hier in Deutschland, wie du sagst, auf die wir immer, immer, immer wieder stoßen. Und ich habe im Marketing gelernt, dass ein Image oder eine Einstellung das Schwierigste im Kopf eines Menschen ist zu ändern. Da brauchst du Jahre. Ja. Das ist so, wenn ich meiner Mutter heute erzähle, dass Milch ungesund ist. Es gibt nur zwei Wege, wie du sowas ändern kannst. Und zwar entweder über jahrelanges Zusprechen, da haben die meisten keine Geduld für, oder über wirklich auf die Schnauze. Also sprich, wenn sie wirklich mal mit dem Arsch an der Wand sitzen. Und zwar richtig. Entweder finanziell vorm Ruin stehen, ihr Unternehmen an die Wand fahren oder was auch immer. Dann auf einmal kann es eine Lösung sein. Ja. Es hat viel mit Komfortzone zu tun. Viel, unglaublich viel. Was ist der ideale Einstieg in Network Marketing? Finanziell oder? Nein, überhaupt. Du fängst jetzt morgen, also du hast jetzt einen neuen Partner. Nee, du fängst jetzt neu an morgen. Du hast noch nie Erfahrung in Network Marketing gehabt. Was würdest du raten, wie die Leute die ersten 4 Wochen verbringen? Gute Frage. Erst einmal würde ich, ich habe gestern eine ähnliche Frage bekommen, was würde ich, wenn ich mit dem heutigen Wissensstand nochmal starten könnte, was würde ich als erstes tun? Und was würde ich tun, ist, ich würde viel schneller mir selber erlauben, daran zu glauben, dass das Ding alles in meinem Leben erfüllen kann. Da sind wir wieder beim Thema Mindset. 80% des Erfolges in Network Marketing ist Mindset. Der Rest kommt. Das ist eine Einstellungssache. Was ich also gemacht habe, relativ schnell damals, ich habe mich an die Menschen gewandt, die bereits da waren, wo ich hin wollte. Das hat sich mit der Zeit ein bisschen gewandelt, muss ich dazu sagen. Also heutzutage sind meine damaligen Mentoren nicht unbedingt meine Mentoren mehr. Das muss man dazu sagen. Können wir gerne auch gleich nochmal drauf eingehen, weil es dann, ich bin der Meinung, es gibt 3-4 Bereiche, die man im Leben, wenn es 100% gibt, dann um da an 100% wird es niemals geben, aber wenn du an die 100% rankommen möchtest, gibt es 4 Bereiche im Leben, in meinen Augen, die man auf jeden Fall mastern sollte, und da ist Geld wahrscheinlich der letzte Punkt. Und da gibt es viele Punkte vorher, die viel wichtiger sind. Aber da können wir später drüber sprechen. Was würde ich machen? Ich würde am Anfang viel eher mir erlauben, größer zu denken, weil ich am Anfang mir immer so gedacht habe, boah, guck mal, bei dem funktioniert das so gut. Der macht die Präsentation, das läuft wie geschnitten Brot, die Leute steigen ein, alles ist easy. Guck mal, der läuft da durch, das ist ja alles ganz einfach. Warum ist das bei mir nicht so? Ich habe mich nie in der Position sehen können. Nie. Ich habe 4 Monate gebraucht, um überhaupt zu kapieren, dass ich das auch kann. Völlig verrückt. Das Zweite, was ich machen würde, ist, da ist jeder unterschiedlich, aber der Kern ist das Gleiche. Und zwar Nummer 1 ist, ich lese unglaublich ungern. Ist nicht mein Medium. Ich bin eher jemand, ich sitze gerne mit jemandem und höre dem zu und unterhalte mich, nehme unglaublich viel auf und merke mir das und adaptiere. Oder ich schaue mir Videos an. Was ich damals gemacht habe, ist, ich habe mich für Variante A entschieden. Und zwar bin ich hingegangen und bin einfach den Menschen, die zu dem Zeitpunkt meine Mentoren waren, hart auf den Sack gegangen. Ich war einfach immer bei dem. Ich war wie so eine Klette. So. Weil ich bin einfach eingelaufen. Ich habe gesagt, hey, Bro, ich bin jetzt hier, zeig mir, was du da machst und wie machst du die Präsentation. Und ich habe zugehört. Ich habe zugehört, wie er den Kompensationsplan erklärt. Wie macht er den Marketingplan? Wie erklärt er die Firmenhistorie? Was ist so das komplette Ding? Und dann habe ich danach jemanden angerufen, habe gesagt, hey, können wir uns morgen treffen? Ich will dir was zeigen und habe die Präsentation gemacht, die er vorher gemacht hat, habe ich versucht zu integrieren. Also dieses Thema Trial and Error ist so unglaublich wichtig geworden.
ich gebe dir ein kleines Beispiel von meinem lieben Freund und der zählt tatsächlich zu unseren Mentoren heutzutage, Gary Vaynerchuk. Und zwar Gary hat, für alle, die Gary Vaynerchuk nicht kennen, ist wahrscheinlich einer der, ich würde sagen, prominentesten und kontroversesten Social Media Entrepreneurs, die es irgendwie da draußen gibt. Und einfach mal eingeben, Gary V bei Instagram und dann unglaublich viel guter Content. Und er hat sein Vater hatte ein Alkoholgeschäft in New York, in Jersey. Und diesen Alkoholladen hat er irgendwann, der hat den als Angestellter irgendwann übernommen und hat den halt einfach, sein Vater ist irgendwann alt geworden und hat natürlich den Laden irgendwann übernommen. Der hat damals das Ding von, ich weiß nicht wie viel, hunderttausenden Dollar Umsatz im Jahr auf 62 Millionen Dollar Umsatz letztes Jahr gebracht. Das passiert ja nicht mal eben so. Was hat er gemacht? Einfachste Dinge. Kleines Beispiel. Der hat, und die meisten Menschen sind nicht bereit, das zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der hat sich hingesetzt, hat jemanden angestellt, den an die Kasse gesetzt, hat sich einen Stuhl geschnappt und hat sich vorne an den Eingang gesetzt und hat die Menschen beobachtet. Was machen sie? Stunden, Monate lang. Der hat die Menschen studiert. Und zwar, die Leute kommen rein, und er hat die Wege studiert, wohin die Leute gelaufen sind. Links in den Gang, rechts in den Gang, aber 80% der Menschen sind links in den Gang gelaufen, komischerweise. Fakt ist aber, dass das, was am meisten Geld gebracht hat, irgendwie immer hinten rechts irgendwo verlagert war. Warum? Weil sie vorne irgendwie das Bier hatten und was auch immer. Was hat er gemacht? Er hat die teuersten Sachen genommen, nach vorne, hat so ein Booth dahingestellt, hat da 10% dran geklatscht und hat gesagt, ey, Riesenrabattaktion, was auch immer. Er hat also das Verhalten seiner Kunden studiert, gemastert und dementsprechend sein Geschäft adaptiert. Was die meisten Menschen im Network Marketing nicht machen ist, sie glauben, sie steigen ein, lesen ein Buch, und zwar Eric Worre Go Pro, und sind dann auf jeden Fall die Profis. Es kann sein, dass du einer one out of a million bist und dass du einfach unglaublich talentiert bist. Gar keine Frage. Aber ich würde nicht auf die Karte setzen, dass du einer out of a million bist. Was habe ich also gemacht? Das ist die zweite Sache, die ich mir zu 100% auf die Fahne schreiben würde, ist, ich würde viel mehr noch bei den Leuten sein. Viel mehr Zeit mit denen verbringen. Ich gebe euch ein zweites Beispiel. Eric Worre ist uns allen ein Begriff, glaube ich, in dieser. Übrigens in anderthalb Stunden, in drei Stunden haben wir einen Call mit ihm. Mit Eric Worre ist es so, dass 2016 gab es die großen GoPros zwar in Las Vegas, aber es gab noch nie irgendetwas Vergleichbares in Europa. Und mein damaliger Mentor und auch heutzutage Mentor und auch Nachbar hat mir damals gesagt, hey, da gibt es dieses Event, wir gehen da alle hin und allen drum und dran. Und das Event war in Rimini, Italien. Das war zu einem Zeitpunkt, zwar im Oktober 2016, ich habe Geld verdient in Network Marketing, aber das war jetzt nicht signifikant. Was sprechen wir? Vielleicht 1.000 Dollar im Monat oder so, wenn überhaupt. Ich habe versucht, meine Schulden abzubezahlen. Meiste Geld ging sowieso für Network Marketing wieder drauf, weil die meisten Menschen, übrigens der nächste große Glaubenssatz, Network Marketing kostet nichts. Network Marketing kostet richtig Geld. Und zwar richtig Geld, wenn du es richtig machen willst. Und damit will ich dir keine Angst machen, aber Fakt ist, die meisten Menschen denken, wenn sie 100 Euro verdienen, dass sie 100 Euro ihnen gehören. Nein. Erstens lebst du in Deutschland und da hält jemand anderes noch die Hand auf, bevor irgendwas passiert. Und die zweite Sache ist die, dein Geschäft muss erstmal gefüttert werden. Bevor irgendwas anderes passiert da draußen. Und das war einer der Dinge, die damals Damien damals zu mir gesagt hat, hey, pass auf, deine ersten Euronen, die du verdienst und Dolores, die gehen wieder zurück ins Geschäft. Ganz einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich mache es einfach 2 Jahre lang. Ich gebe einfach das komplette Geld wieder rein. Und im Rimini damals, es hat unglaublich viel gekostet, dahin zu fliegen. Das einzige Hotel, was noch frei war, war dieses blöde Grand Hotel, was 533 Dollar die Nacht gekostet hat. Exklusive Frühstück und. Ich hatte damals kein Geld. Kreditkarte überladen bis zum geht nicht mehr. Was habe ich gemacht? Ich habe irgendwie eine Lösung gefunden, dorthin zu kommen. Und ich habe dieses eine Hotelzimmer genommen. Im Hotel Grand Rimini, was auch immer. 533 Euro. Ich werde es nie vergessen. Die teuerste Hotelrechnung, die ich bis dato jemals bezahlt habe. Was passiert? Wer sitzt beim Frühstück? Mein damaliger Mentor und heutzutage auch Upline, Daniel. Dem seine Upline und dreimal durch die Raten, wer da noch sitzt.
Eric Ward. Und da sitzt sie und dann kommt da Klein Taylor reingelaufen mit seinem irgendwie $1,000 im Monat. So, und du sitzt halt am Tisch mit Menschen, die wirklich definitiv was gerissen haben in ihrem Leben. Ich habe immer den Zugang zu Menschen gesucht, der mir geholfen hat, weiterzukommen. Und wie kannst du das jetzt für dich adaptieren und wie kannst du das für dich umsetzen? Weil viele werden sich jetzt vielleicht die Frage stellen, ja, aber ich habe gar nicht so ein Netzwerk und ich habe gar nicht die Chance und hier und da und allem drum und dran. Ich bin mir sicher, dass ich mir mit dem, was ich jetzt sage, keine Freunde mache. Ich muss es aber sagen, weil es wichtig ist, weil es anders nicht funktioniert. Und zwar, die Menschen, die du zum jetzigen Zeitpunkt Freunde nennst, sind eventuell nicht deine Freunde. Leider. Fakt ist, dass die Menschen, die Network Marketing starten und relativ schnell wieder aufhören, sind die Menschen, die sich auf die Meinung anderer leider sehr viel einbilden. Bedeutet also, du startest ein Network Marketing, du erzählst deiner besten Freundin davon, was passiert? Schneeballsystem, dann googeln sie, dann gibt es irgendwie, wenn das Unternehmen etwas größer ist, gibt es den ersten Google-Eintrag, wo jemand irgendwie nicht über Nacht reich geworden ist oder was auch immer. 1000 Millionen Sachen. Haben wir uns damals auch drüber unterhalten. Und das Ding ist, die Menschen, die nämlich eine Nacht lang damit verbringen, dir zu sagen, was da alles schlecht dran ist, machen sie aus einem simplen Grund. Sie machen das, weil sie Angst haben, dass du derjenige bist, der ihnen den Spiegel vorhält. Dass sie nämlich so gerne wären wie du. Heutzutage, ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin immer ein Freund der sehr direkten Worte und fange mir mit Sicherheit nicht immer Freunde damit ein und mir ist aber relativ egal. Mittlerweile. Aber am Anfang war mir das aber mal sowas von nicht egal. Da habe ich nämlich mit meinem Dad gesprochen und mein Dad schmiss mir auf einmal das Telefon entgegen. Also gefühlt wirklich entgegen. Und ich hatte wirklich ein Problem auf einmal. Mein Vater, Akademiker, Deutsche Bank, 28 Jahre oder irgendwie sowas, völlig durchgedreht. Du bist doch nach Dubai gegangen, weil du was werden wolltest. Jetzt machst du den Scheiß. Jetzt frag mich noch einmal nach Geld. Den ganzen Scheiß. Ich dachte mir, Papa, ich habe dich noch nie nach Geld gefragt. Also wirklich so diese klassischen Dinger. Ja. Ja. Und ich glaube, da kann jeder kann da ein Lied von singen, dass diese Themen, glaube ich, jeden Einzelnen betreuen. Aber Fakt ist, es kommt ja nur darauf an, wie du mit der ganzen Sache umgehst. Wie kannst du damit umgehen? Relativ simpel. Es gibt eine Frage, die einfach alles aushebelt. Alles. Wenn dich jemand dir sagt, er heißt Martin und Martin sagt dir, pass auf, du machst da dieses Schneeballsystem, lass mich bloß in Ruhe, erzähl mir sonst was nicht. Das ist eine ganz einfache Aushebelung. Du sagst mir einfach, lieber Martin, du pass auf, vielen, vielen Dank, ich schätze deine Meinung sehr. Allerdings bitte ich dich auch, meine Meinung zu schätzen zu diesem Zeitpunkt und ich konzentriere mich darauf, ich will an meinen Träumen und an meinen Visionen und an dem, was ich in meinem Leben erreichen will, einfach arbeiten und hey, wenn das nichts für dich ist, gar kein Problem, lass uns irgendwann nochmal drüber sprechen, aber ich habe einfach dafür jetzt wirklich keine Zeit. Also im Großen und Ganzen gebe ich dir recht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den einen oder anderen Freund in Frage stellen würde, das ist schon sehr hart gesagt, aber ich glaube, das muss man auch, damit es ankommt. Ich habe halt auch gemerkt, wir kennen uns ja aus der früheren Network-Firma, ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Als ich das damals gehört habe, dann habe ich zuerst zu gut gesagt, Schneeballsystem. Ich habe genauso reagiert mit meinem Laienwissen. Ey, ich war zu der Zeit 15 Jahre im Marketing und habe von Network-Marketing noch nie gehört. Also, man kann dir das ja auch gar nicht vorwerfen. Ja, ich will ja auch nur sagen, das heißt ja nicht, dass ich ein schlechter Freund bin, nur weil ich einfach diesen Wissensvorsprung noch nicht habe. Mhm. 6 Monate später sind wir ja, und da komme ich zum nächsten Punkt. Wir hatten das erste Treffen, du weißt mit wem, und dann haben wir telefoniert, wir beide. Das war übrigens vor exakt 3 Jahren und 1 Woche, also jetzt irgendwann so Ende April. Und dann sind wir im Auto saß und ich war, glaube ich, in München. Und wir sind in der Nacht- und Nebelaktion nach Amsterdam und haben uns dann auf der Convention in Amsterdam kennengelernt. Das auch nochmal als, mach doch, sei offen und mach verrückte Dinge. Und wir haben auf dem Fußboden geschlafen, in diesem Apartment in Holland, weil es kein Hotel mehr gab. Du hast, glaube ich, damals wieder ein 500-Euro-Hotelzimmer noch als letztes gekriegt. Und Ruth und ich haben auf der Matratze im Schlafsack auf dem Fußboden geschlafen. Das war so richtig Startup-Feeling.
Und die haben gesagt, klar, wenn du das nicht tust, wenn du nicht bereit bist, die extra Meile zu gehen und auch mal so verrückt zu sein und sagen, hey, wir setzen uns jetzt abends ins Auto und dann sind wir nächsten Morgen da. Ja, das ist, glaube ich, das Mindset, was du haben musst und was man sich auch tatsächlich antrainieren kann. Also jemand, der von Anfang an sagt, ist alles scheiße, mache ich nicht, fällt sie eher auf die Schnauze, der kann vielleicht in 6 Monaten schon wieder dein stärkster Vertriebspartner sein, weil er das dann gecheckt hat. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man hier nennen muss. Ich habe hier so ein bisschen provokante Frage. Männer oder Frauen? Wer sind die besseren Vertriebspartner? Oh, egal, was ich jetzt sage, irgendeinen werde ich auf jeden Fall treffen. Ach komm, du wirst schon was Diplomatisches raushauen können. Also ich glaube, viele sagen, dass Frauen besser sind, zum Beispiel, weil sie einfach besser im Empfehlen vor allen Dingen von Produkten sind. Und das ist ja mal schlichtweg einfach so. Punkt. Da können wir uns ja, brauchen wir nicht drüber reden. Fakt ist, dass wenn eine Frau mit unglaublich viel Enthusiasmus und Energie von ihrem neuen Concealer erzählt, dann verkauft sie den einfach ihren Freundinnen. Fertig. Ob du willst oder nicht. So. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es so, dass es aber auch Männer gibt, die unglaublich stark sind im Bereich Produktverkauf. Also ich habe Leute bei mir im Team, ey, wenn die anfangen mit ihren Wörtern, da was das Produkt alles kann und hast du nicht gesehen, da schlackert es dir in den Ohren, was wiederum andere Frauen nicht können. Was ich allerdings erkenne ist, und das ist aber auch nur ein ganz leichter Trend, und das hat nichts mit irgendwelchen Frauen-Männer-Debatten oder was auch immer zu tun, sondern das ist nur das, und ich kann auf die Data von knapp 8.500 Menschen in meinem Team zugreifen, in 64 Ländern, und zwar, dass es oft so ist, dass Frauen am Anfang länger brauchen, um ins Geld verdienen zu kommen. Warum? Weil sie über den Produktverkauf gehen. Fakt ist, im Network Marketing, es braucht länger. Auf der anderen Seite sehe ich, dass Männer viel besser in der Akquirierung am Anfang sind, relativ schnell ins Geld verdienen kommen. Warum? Du registrierst jemanden mit einem höheren Paket zum Beispiel bei uns, bekommst direkt $300 oder $250. So, das machen die 3, 4, 5 Mal, dann haben die ersten 1.000 Euro verdient. Jetzt kommt aber das Ding. Wer hat langfristig die Nase vorn? Weil darum geht's. Und das sind nämlich die Frauen. Ja, ich habe die Frage ganz bewusst so gestellt, weil ich glaube, das ist ein Bauchgefühl, Frauen grundsätzlich sich, also Männer trauen sich eher so eine Geschichte zu, Business, egal, Geld verdienen und lass mal. Und die rennen dann, ob es richtig ist oder nicht. Ich kenne das ja auch von mir, ich renne gerne und renne auch gerne mal vor eine Wand. Und Frauen sind da eher nachdenklich, ja, soll ich das oder soll ich es nicht? Fakt ist aber, dass Frauen sehr, sehr stark den Direktvertrieb dominieren. 100%. Eben weil sie sehr überlegt sind und, wie du schon sagtest, das Business oft viel nachhaltiger aufbauen als wir Chaoten. Uns muss man wahrscheinlich wieder ganz gut schreiben. Ich glaube, dass Männer ganz oft visionärer vielleicht denken, in größer denken, think big, was Steve Jobs schon geprägt hat. Und ich glaube, dass die Mischung aus beiden wirklich den erfolgreichsten Networker machen. Also, 100%. Es gibt kein, wenn du mich fragen würdest, was ist der perfekte Networker, würdest du da jetzt männlich-weiblich dran schreiben? Du, 50-50. Ganz einfach. Warum? Weil die Mischung am Ende des Tages, jemanden zu finden, und das kann ja auch eine Frau sein, die groß denkt, und ein Mann, der im Produktbereich unglaublich stark ist. Das ist wurscht, komplett egal. Am Ende des Tages zählt nur eine einzige Sache, und das ist, dass du dich innerhalb der Zeit in Network Marketing immer wieder neu erfindest. Und das ist egal, ob Mann oder Frau. Immer und immer wieder. Ich weiß, ihr kennt alle den Satz. Taylor, Mensch, Thomas, du hast dich verändert. Thomas, du bist nicht mehr der, damals, lass doch wieder einen Kölsch trinken gehen. Ja, aber das Ding ist, das passiert die ganze Zeit. Nonstop. Der einzige Unterschied ist der, dass die meisten, die sowas sagen, das sind die Menschen, die sich nicht verändern. So. Und Fakt ist, dass diese Veränderung und dieser ständig wachsende Prozess, also ich meine, Thomas, wir kennen uns jetzt seit 3 Jahren, knapp ungefähr. Ich meine, du kannst das bei mir ja mit am besten beurteilen, weil die letzten 3 Jahre die intensivsten Jahre waren. Ich bin seit 4 Jahren im Network Marketing. Erstes Jahr, ich will mal sagen, Hardcore-Probezeit. Irgendwie mit Ach und Krach bestanden. Und dann 3 Jahre wirklich kategorisch die Ränge nach oben gestiegen. Und natürlich Lifestyle und Co. und allem drum und dran. Ich meine, wir haben viele Unternehmungen auch zusammen angegangen. Du kannst das mit Abstand am besten beurteilen, dass diese Veränderung immer wieder in dem Prozess immer und immer wieder neu passiert.
Das ist wie, das ist wie eine Schlange, die sich häutet. Die ganze die stärkste Veränderung stelle ich fest, ob es jetzt bei dir ist, bei uns ist oder auch bei Teampartnern, ist die Persönlichkeit. Das ist unglaublich. Ich meine, ich sag's nochmal, 15 Jahre angestellt, natürlich entwickelst du dich da auch, aber hier bist du gezwungen, weil du das auf deine Karte setzt. Du bist verantwortlich. Du machst viel größere Sprünge, als wenn du immer einen Chef vor dir hast, der sagt, wie es geht. Der sagt, was du tun musst. Und das ist unfassbar. Also ich habe keine Branche, ich bin so begeistert von Network Marketing im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung. Und das kannst du bereits nach 2 Jahren sehen. Ich könnte jetzt 1, 2 Beispiele aus unserem Team aufzählen, die das auch wissen, wie die sich entwickeln. Und wenn es nur Scheiß ist, sich vor eine Kamera zu setzen und mal ein kleines Einladungsvideo zu machen oder ein Produkt vorzustellen, da haben viele wahnsinnige Hürde, sich selbst zu filmen. Aber wenn sie es 1, 2 Mal gemacht haben, haben die einen Riesenklotz gelöst und dann plötzlich kommt ein Video nach dem anderen. Das allein muss man schon wertschätzen. Für sich. Und das ist wirklich mega, was ich... Nicht nur das, ich will da ganz kurz eine Sache hinzufügen, weil oft das vergessen ganz viele auf dem Weg. Sagen wir mal, die Frau macht Network Marketing und der Mann Bankangestellter, ganz klassisch, allem drum und dran. Haus, Mitte 30, Leben ist gut, die Frau macht Network Marketing, verdient 1.000, 2.000 Euro dazu im Haushalt, alles gut. Was die meisten Menschen tatsächlich nicht sehen, dass nicht nur die Persönlichkeit wächst, sondern vor allen Dingen in Ehen und Partnerschaften die Partnerschaft eine ganz andere Qualität hat. Komplett. Also, was in den letzten 3 Jahren in meiner Partnerschaft passiert ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Von einer Frau, die ich kennengelernt habe vor 7 Jahren, die 2,5 Jahre Fernbeziehung mit mir durchgehalten hat zwischen Dubai und Deutschland, die dann gesagt hat, hey, pass auf, ich will meinen Traumjob und es gibt nur diesen einen Job und nichts anderes und will mit Emirates durch die Gegend fliegen, haben wir gesagt, okay, machen wir, manifestieren wir, schicken wir ins Universum, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber den einzigen Job, den sie bekommen hat, war genau diese. 2,5 Jahre später. Um dann hinzugehen und zu sagen, hey, pass auf, ich will kein Network-Marketing machen, weil sie hat es wirklich, ich will nicht sagen gehasst, aber sie hat es auf jeden Fall mal boykottiert. Alleine damit, dass ich mich rechtfertigen musste, dass ich bis morgen zum 3 telefoniere. Alleine das bringt ja zu Hause Tension, Probleme. Spannung, ja. Spannung. Du musst hingehen und dich rechtfertigen. In einer Beziehung oder Ehe, wenn der eine Partner das andere akzeptiert, es bringt eine unglaubliche Qualität in eine Partnerschaft, dieses Geschäft. Unglaublich. Es hat uns unglaublich viel ermöglicht. Ich meine, heutzutage ist es, Thomas, du weißt es, vielleicht folgt der ein oder andere uns auch in sozialen Medien, was wir so machen, aber Fakt ist, dass wir aus Network Marketing heraus, aus meiner selbstständigen Entscheidung damals, natürlich nicht unglaublich viel finanziellen Erfolg hatten, aber daraus resultierend eigene Unternehmen gegründet haben, ja. Und die unglaublich erfolgreich laufen. Und das schweißt so unfassbar zusammen. Unglaublich. Ich sehe es ja an uns auch. Ich hatte früher immer meine Selbstständigkeit, mein Ding. Ruth hatte ihr Angestelltenverhältnis und dann hat man sich abends getroffen nach Feierabend und dann hat man vielleicht noch einen Film geguckt oder irgendwas gemacht. Jetzt und seit 2, 3 Jahren machen wir das, jetzt ziehen wir sowas von an einem Strang, kriegen auch das Mindset langsam so ineinander eingependelt. Wir haben viel weniger Reibungspunkte und haben tatsächlich auch eine echt höhere, ich würde mal sagen, Beziehungs- und Lebensqualität. Das kommt tatsächlich mit, jetzt wo du es ansprichst. Man ist sich dessen ja gar nicht so bewusst, weil das so schleichend ineinander greift. Aber wir sind ein perfekt eingespieltes Team. Viel besser, also eingependelt, viel besser als früher. Also das kann ich jedem, die auch als Pärchen arbeiten, und das sage ich auch, ein Partner, der nicht dahinter steht, na klar kann man das dann auch machen, das Business, aber man hat es deutlich schwerer. Das ist definitiv so. Also kann ich nur an jeden Partner, der vielleicht jetzt gerade mithört und bisher noch nicht dahinter stand, man muss nicht 100% immer supporten, aber man muss auch nicht immer dagegen kämpfen. Also Ich kann da ein ganz gutes Beispiel mit reinwerfen. Und zwar, ich habe es vorhin geschrieben in unserem Instagram-Post. Und zwar, ich versuche immer, die so ein bisschen poetisch zu lösen, weil ich einfach gerne schreibe. Und ich habe über das Thema Dream Team gesprochen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was definiert denn ein Dream Team? Weit weg von finanziellem Erfolg. Also das komplett mal außen vor gelassen. Und die perfekte, in meiner Art und Weise, interpretierte Definition von Dream Team ist, gemeinsam
an Träumen zu arbeiten. Dreaming together as a team. Und wenn jemand in einer Beziehung, in einer Ehe eine richtige Anti-Haltung gegen das hat, was die andere Person macht, dann kann das so nicht funktionieren auf langfristiger Ebene. Und ich hatte genau dieses Problem mit Annika. Annika war diejenige, die das nicht verstanden hat. Ich war bis morgen zum drei wach. Ich habe gearbeitet wie ein Stier. Tag und Nacht, Thomas, du weißt es damals. Ihr habt damals auch zu mir gesagt, ey, ich hoffe, der fällt nicht irgendwann um. Und allem drum und dran. Ich habe wirklich durchgezogen, bis zum geht nicht mehr. Und ich habe damals zu Annika gesagt, ich sage, Annika, pass auf, wenn wir so weitermachen wie jetzt gerade, dann müssen wir jetzt entscheiden, getrennte Wege zu gehen. Ganz einfach aus einem simplen Grund, weil das wird langfristig gesehen, wenn du nicht an das glaubst, was ich mache und ich nicht an das glaube, was du machst, dann, wie soll das funktionieren? Eine Beziehung ist geben und nehmen, aus beiden Seiten. Und ich habe damals zu ihr gesagt, hey, guck mal, kannst du bitte akzeptieren, dass ich die nächsten 2 bis 3 Jahre lang alles daran setzen werde, dass wir ein Leben leben, wir zwei, du und ich, was wir beide für richtig halten, wo wir unsere Träume verwirklichen können. Kannst du verzichten, dass ich die nächsten 2 bis 3 Jahre, kannst du darauf verzichten, dass wir eine normale Beziehung führen, sondern ich werde mehr arbeiten als wahrscheinlich jeder andere. Ja. Und das hat letztlich uns den Erfolg gebracht, den wir nicht nur auf privater Ebene, aber auch auf geschäftlicher Ebene. Dieses Gespräch damals, das war lebensverändernd. Straight, komplett, völlig Wahnsinn. Lass uns das mal hier so stehen lassen. Ich würde ganz gerne noch in die Thematik Network wieder ein bisschen zurückkommen. Mhm. Weil die Leute ja auch ein bisschen Input brauchen, wie sie ihren Alltag, Network-Alltag ein bisschen besser bestreiten können. Muss man die Klimaanlage an. Ja. Und zwar. Du hast dich in Rage geredet. Ich werde, wenn ich über das Thema Network Marketing spreche, guck mal, es gibt dieses Thema Network Marketing. Network hat alles verändert. Und ich spreche wirklich, ich spreche nicht von, hey, wir fliegen anstatt einmal im Urlaub nach Malle 2-mal im Jahr und davon einmal in die Karibik. Nein, ich spreche davon, wach zu werden und du hast einen 5-stelligen Betrag verdient, über Nacht. Du hast deine Frau im Arm gehalten. Das habe ich gemacht heute Nacht. Ich spreche wirklich von lebensverändernd. Ich habe meine Mama in Rente geschickt. Ja, ich finde diese Geld wird immer als erstes genannt. Ich habe mir mal gesagt, schon als kleines Kind oder junger Mensch, ich will mal reich werden, aber mir geht es nicht darum, im Porsche zu fahren. Du kannst dir so viel mehr kaufen, dieses Freiheit, dieses nicht die Sorge haben, ist die Miete nächsten Monat auf dem Konto. Ja. Nicht die Sorge zu haben, wenn ich jetzt plötzlich krank werde mit 50, wie geht es denn jetzt dann weiter? Also was du dir an Lebensqualität kaufen kannst, ganz oft sind wir irgendwie, fahren wir dann von den Eltern von gut nach Hause auf der Autobahn und ich sage, gut, stell dir mal vor, wir sind eines Tages so weit, dass wir jetzt nicht am Sonntagabend nach Hause fahren, sondern direkt zum Flughafen. Weil wir Bock haben, eine Woche nach Mallorca zu fliegen. Einfach die Freiheit zu nehmen, niemanden anzurufen, kann ich das, kann ich Urlaub nehmen und so weiter. Das ist für mich der Luxus, ja, den wir uns erarbeiten wollen. Und da geht es nicht darum, ob man 5-stellig, 4-stellig, 10-stellig oder was weiß ich verdient. Also, lass uns mal einmal kurz bitte zum Network zurückkommen. Aber ein Standardsatz ist, und den liest man überall, es muss einfach sein. Es muss duplizierbar sein. Was bedeutet das für dich und was bringst du deinen Vertriebspartnern bei? Welches Prinzip? Ich erinnere mich da an gewisse Events, die ja immer gemacht wurden, wo wir ja auch waren, bei deiner Network-Firma. Hattet ihr auch immer so 5 Punkte aufgeschrieben? Vielleicht kannst du mal einmal was zum Thema Duplizierbarkeit, Einfachheit und was ist eigentlich der tägliche Ablauf eines Networkers? Also ich denke, einfach. Warum einfach? Das hat nur einfach damit zu tun, das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen sind ja keine Profis, die einsteigen, sondern du musst es immer so einfach wie möglich halten, einfach nur für das schwächste Glied quasi, so einfach wie möglich zu halten, dass jeder es verstehen kann. Gemeinsamer Nenner. Ja. Weil nicht jeder wird reinkommen mit einem akademischen Abschluss und kann dir genau sagen, wie ein binäres System funktioniert. Nein, oder wie Direktvertrieb an sich funktioniert. So ist es ja nun mal nicht. Sondern du bist ja das beste Beispiel. Du hast 15 Jahre lang Marketing-Erfahrung als Angestellter gehabt und du hast Network-Marketing noch nie in deinem Leben gehört. So, wir müssen ja davon ausgehen, dass das wirklich der kleinste gemeinsame Nenner ist. Davon müssen wir erstmal ausgehen. Und genau deswegen einfach. Ich bin der Meinung, einfach
Kann man sich vor allen Dingen aus dem Angestelltenbereich mal rausziehen, also wie einfach funktioniert. Und zwar, es gibt ja für jeden Scheiß da draußen Betriebsanleitung. Für jeden Scheiß. So, es gibt eine Betriebsanleitung, wie du den Drucker installierst, wie du den Drucker am Arbeitsplatz, wie du dein Besteck legen solltest, wenn du in der Kantine gegessen hast, sodass die Küche das richtig macht. Es gibt ja für alles, steht ja laminiert, überall dick und fett dran, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. So, warum haben wir das nicht im Network Marketing? Einfach nur aus einem simplen Grund. Weil die meisten Menschen, die im Network Marketing sind, und vor allen Dingen, ich spreche von den großen Uplines, oft nicht diese Strukturen integrieren. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit jemandem oder in ein Team gekommen bin, was eine unglaubliche Struktur aufgebaut hat. Unglaublich. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Infrastruktur, die aufgebaut haben, weltweit wirklich einzigartig ist. Und was ich damit meine, und ich gebe das gerne weiter, weil das sind generelle Network-Marketing-Infrastrukturen, die man, das könnte Unternehmen A, Unternehmen B, Unternehmen C mit völlig unterschiedlichen Dienstleistungen oder Produkten, die können alle nach dem gleichen Verfahren laufen. Ganz einfach. Was sind die Sachen? Bei uns ist zum Beispiel, weil du 5 Schritte gerade angesprochen hast, ganz, ganz einfach. Und zwar der erste Schritt ist relativ einfach erklärt. Und zwar erst einmal überhaupt sich die Entscheidung zu treffen, zu starten. Also die Entscheidung zu treffen, bei uns ist ein Starter-Kit mit einer Webseite, Marketing-Tools, den ganzen Wahnsinn überhaupt zu starten. Ganz kurz, kann das, also alle, die jetzt zuhören, bitte mitschreiben. Diese Punkte, die Taylor jetzt aufsagt, die sind wichtig. Das hat, und auch wenn du mich jetzt gerade nochmal, wenn wir zur ersten Frage hingehen, hey, was würdest du von Tag 1 nochmal anders machen? Ich würde von Tag 1 nur noch nach diesem Prinzip arbeiten. Weil ich habe oft, leider, diesen roten Faden verlassen. Ganz oft. Ich bin ganz oft, es hätte so einfach sein können und ich bin rechts abgebogen. Und es hätte wieder so einfach, links abgebogen. Ich habe es immer wieder verändert, weil es dämlich ist eigentlich. Aber heutzutage bin ich super stolz darauf, dass unser Team nach einfachen Leitfäden arbeitet. Ja, da gibt es keine Frage. Da wird einfach gefragt, hast du Schritt 1? Nein? Okay, dann geh zurück und mach Schritt 1. Sonst rede ich nicht mit dir. Hast du Schritt 2? Ja, okay. Schritt 2? Okay. Schritt 3? Und so weiter. Schritt Nummer 1 ist also, die Entscheidung zu treffen, zu starten. Bedeutet bei uns, in unserer Firma, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, ganz genau, aber wahrscheinlich ähnlich in die Richtung. Also ihr müsst das nur integrieren quasi in euer System. Und zwar ein sogenanntes Starter-Kit quasi. Das kostet, ich weiß nicht, 25 Euro oder irgendwie sowas. Also wirklich günstig, überhaupt die Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung kommt automatisch mit Schritt 2, und zwar dein Produktpaket. Warum Produktpaket? Wir müssen mal alle gemeinsam verstehen, dass im Network Marketing Geld verdient wird mit Geld. Wir leben nicht von Luft und Liebe. Ein Unternehmen muss Geld verdienen. Und es ist völlig in Ordnung, dass ein Unternehmen Geld verdient, denn im Direktvertrieb muss nämlich mit dem Geld auch der Vertrieb finanziert werden. Bedeutet also, die Einstellung dazu ist super wichtig. Die zweite Einstellung dazu ist super wichtig, dass du Produkte brauchst. Weil ohne Produkte funktioniert nämlich gar nichts. Einmal für dich selber zum Testen. Zweitens zum Weitergeben. Und idealerweise hast du alle Produkte mindestens 2-mal bestellt. Das ist meine große Empfehlung, weil ich vorhin gefragt habe, was würde man am Anfang machen, finanzieller Natur? Ich würde so groß einsteigen wie nur möglich. Ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich so klein wie möglich eingestiegen bin. Ja. Natürlich hat man manchmal nicht die finanziellen Mittel. Alles klar, gar kein Problem. Dann bist du derjenige, der die Lösung dafür. Oft ist es so, dass wir die Person, die uns anfragt und uns sagt, hey, pass auf, du kannst hier was machen, guck mal hier, da gibt es die und die Pakete. Wir geben oft der Person die Schuld, die uns eingeladen hat, dass die dran schuld ist, dass wir kein Geld haben. Aber so ist es nicht, sondern du bist daran schuld. Und du musst dafür sorgen, dass du irgendwie so gut es geht starten kannst. Etwas, wo du nicht mit groß verschuldest, nicht wo du irgendwie die Miete nächste Woche nicht mehr bezahlen kannst, alles gar keine Frage. Aber Fakt ist, starte so groß wie möglich für dich. Heißt also, ich sage, jedes Produkt mindestens 1 oder 2-mal. Für dich zum Testen und mindestens einer weiteren Person. Mama, Bruder, Schwester, Ehepartner, wer auch immer, hat einzig und allein einen folgenden Grund. Du kriegst direktes Feedback. Direktes Feedback und kannst einfach sehr, sehr schnell evaluieren und sagen, hey, pass auf, kennst du nicht auch jemanden? Wollen wir da nicht? Und so weiter. So, das ist der zweite Schritt. Also Nummer 1, Nummer 2. Nummer 3 ist, schau, dass du
Wir haben sowas, das nennt sich Smart Delivery. Ich weiß gar nicht, habt ihr sowas? Nein. Ja. Ich kenne Firmen und auch Teams, mit denen ich super gut befreundet bin, mit deren Uplines. Die haben nämlich auch kein Smart Delivery. Die haben aber etwas integriert. Zum Beispiel in Brasilien und in Amerika gibt es so etwas nicht, weil es rechtlich nicht zugelassen ist. Ist so. In den USA ist es zum Beispiel so, gibt es Smart Delivery und Autoship nicht mehr, weil es von der FTC untersagt ist. Und du musst einfach 2 Kunden im Monat haben. Die haben das einfach geswitcht. So. Es gibt ein Team in Brasilien, die machen 150 Millionen Euro ohne Probleme im Jahr. Und die haben ein System integriert, dass es für jeden Vertriebspartner klar ist, dass sie alle gemeinsam einen Mindestumsatz im Team festgelegt haben, den jeder selber bestellt. Jeden Monat. Egal was es ist. Und zwar, weil sie selber die Produkte nehmen. Jeden Monat. Egal welches Produkt. Das kann die Zahnpasta sein oder das kann der Saft sein oder die Sonnencreme oder was auch immer. Es geht also darum, eine Mindestbestellmenge im Team festzulegen, gemeinsam, sodass ein gewisser Grundumsatz einfach läuft. Ja? Warum? Du vermarktest doch nicht ein Produkt, was du selber nicht jeden einzelnen Monat nimmst. Also dann bist du am Fehlerplatz. Ganz einfach. Und dann würde auch Thomas dir sagen, hey, du, pass auf, dann ist das Ding nicht für dich. Und ich würde auch dir sagen, bei mir im Team, hey, dann ist das nicht für dich, weil ich brauche keinen im Team, der den Leuten erzählt, hey, mein Saft, das ist der beste Saft der Welt, den es da gibt und den ganzen kaufen hier und da, aber du hast den noch nie getrunken. Dann bist du einfach Fehlerplatz. Das ist Nummer 3. Also sprich, einen gewissen Mindestumsatz im Team zu haben und den tatsächlich auch einzuhalten. Schritt Nummer 4, es gibt tatsächlich mittlerweile sogar mehr Schritte, aber wir gehen jetzt mal auf den nächsten Schritt drauf ein. Schritt Nummer 4 ist, dass wir eine Sache integriert haben in unserem Team, und zwar das nächste Ausbildungsevent. Einer der größten und wichtigsten Dinge im Network Marketing ist das Thema Ausbildung. Warum? Ich fange anders an. Warum hat Network Marketing so einen schlechten Ruf? Weil es da draußen so viele Deppen gibt, die da draußen rumrennen und Network Marketing überhaupt nicht erklären können. Network Marketing ist einer der wahrscheinlich ehrlichsten Branchen dieser Welt. Tust du was, bekommst du was, tust du nichts, bekommst du nichts. Ganz einfach. Das Problem ist, dass es unglaublich viel Interpretationsspielraum gibt für unglaublich viele schlechte Firmen. Und dadurch natürlich relativ schnell auch schwarze Schafe sich irgendwo rumtummeln. Aber wenn wir als Profi-Networker hingehen und andere Menschen ausbilden in diesem Bereich und denen zeigen, wie Network Marketing wirklich funktioniert, also in ehrlichster Form. Thomas empfiehlt mir den Aloe Vera Saft. Ich finde den toll, empfehle diesen Saft meinem besten Freund. Dieser Umsatz wäre nicht zustande gekommen, wenn Thomas mich nicht gefragt hätte. Dann hat doch Thomas das 100%ige Recht davon, wohl zu profitieren. Das ist Network Marketing at its very best und in der einfachsten Form. Also, das nächste Ausbildungsevent. Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht. Sowas kann man online machen, sowas kann man wöchentlich machen, sowas kann man quartalsweise machen. Ich kann nur empfehlen, alle Menschen machen ganz viele Sachen online. Ja, ich liebe online, ich stehe für online. Ich kann dir nur den großen Tipp geben und auch als Firma den großen Tipp geben, dass ich durch Events, und zwar offline, den Belief gewonnen habe, weil das Gefühl ein anderes ist. Sich zu treffen, die Leute zu umarmen. Gut, heutzutage mag man sich irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl, aber zumindest sich zu sehen. Und einfach ein Stück weit einfach zu lernen, Gastspeaker vielleicht einzuladen, einen Workshop-Tag einzulegen, was auch immer, einmal im Monat vielleicht. Ja? Da müssen auch nicht 3.000 Menschen kommen. Das können 5 sein am Anfang. Ist gut. Ich habe angefangen damals, ich war 3 Wochen alleine mit meinem besten Kumpel damals. Fertig. Es geht darum, Menschen auszubilden. Okay? Immer andere Themen zu betreuen, etc. Schritt Nummer 5 ist bei uns der erste Rang. Ich weiß nicht, wie es bei euch aufgebaut ist. Ich glaube, wahrscheinlich geht es nach Umsatz relativ viel. Es geht nach Umsatz, ganz einfach. Bei uns hat es auch mit Umsatz zu tun, gar keine Frage, aber mehr mit Sponsoren. Das heißt, folgendes: Dein erster Rang ist deine erste Mission. Das ist deine erste Mission. Und die Person, die dich ins Geschäft gebracht hat, ist, ich will nicht sagen, dafür verantwortlich, aber die Person, mit der solltest du so eng wie möglich zusammenarbeiten. Wenn diese Person nicht mehr aktiv ist, dann geh eine Stufe nach oben. Ganz einfach. Also geh dann zur Upline von der Upline von der Upline von der Upline. Was auch immer, dann endest du wahrscheinlich irgendwann beim Thomas. So. Wenn im Fall der Fälle irgendwo dazwischen ist, dann aufgehört. Ja? So.
Was passiert? Dein erster Rang ist deine höchste Priorität. Das möchtest du als allererstes schaffen. Ich sage dir warum. Ergebnisse schaffen im Network Marketing so schnell wie möglich bringt einen großen Vorteil mit sich. Menschen werden dich beobachten. Und sie werden dich sehen und sie werden sagen, verdammt, jetzt hat er doch tatsächlich sogar schon den ersten Rang bekommen oder das erste Bild oder den ersten Pokal oder den ersten Bonus oder was auch immer. Die Menschen werden dich beobachten die ganze Zeit. Und zur richtigen Zeit, wenn sie sich abgeholt fühlen, werden sie dich nochmal ansprechen, selbst wenn sie vorher Nein gesagt haben. Ist wie es ist. Und dann Schritt Nummer 6 ist, dass du, wenn du deinen ersten Rang geschafft hast und deinen ersten Umsatz gemacht hast, dann ist es bei uns so, dass wir die höchste Priorität, also wir fangen dann sogar schon direkt mit Leadership an. Und zwar, wenn der Thomas jetzt mich registriert hätte, Thomas hilft mir, meine ersten Kunden, meine ersten Partner zu registrieren. Jetzt ist Thomas seine Aufgabe, mir zu zeigen, wie ich mein Team anfange anzuleiten. Stück für Stück für Stück, sodass meine Leute ihre Ziele erreichen. Also, was ist der größte Vorteil davon? Und da ist einfach, guck mal, Instant Gratification, im Englischen würde man übersetzen als sofortige Entlohnung für das, was man tut, ist einfach Geld. Punkt. Man verkauft ein Produkt, man bekommt 25 Euro Marge. Das ist die direkte Entlohnung dafür. Das Gute ist, wenn Menschen relativ schnell ins Verdienen kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, das ist eine Zahl von Eric Worre, dass die Person länger als 3 Monate im Network Marketing ist und auch Umsatz macht, 78% höher. Wenn die Person in den ersten 60 Tagen, sagt man, seinen ersten Euro verdient. Und das ist egal, ob er das über den Kunden macht oder ob er sich dupliziert. Völlig egal. Völlig egal. Da sind wir bei einem guten Stichwort. Duplikation. Habe ich bei euch gelernt, ist sehr wichtig. Also ihr sagt sogar in den ersten 30 Tagen duplizieren. Wie duplizierst du dich? Also wie lange lässt du dir Zeit, einen neuen Vertriebspartner zu gewinnen, wenn du jetzt, sagen wir mal, jemanden im Auge hast? Und das meine ich jetzt nicht als Beute, sondern wo, man hat ja oft, wo man sagt, ich kenne da jemand, der wäre an dich perfekt, aber der weiß es noch nicht. Wie gehst du da mit solchen Menschen um? Ich habe bis heute, ich habe unglaublich viele Menschen in meinem Kopf, die werde ich alle noch registrieren. Die wissen das nur noch nicht. So. Die verdienen sehr viel Geld und sind Menschen, die super einflussreich sind, die wissen das noch nicht, aber ich werde denen so lange auf die Verstand. Bis es einfach so ist. Ja? So. Das Ding ist wie folgt. Und zwar, natürlich, oft ist es so, man beißt sich so fest wie so ein Widerhaken, ja? Und lässt irgendwie nicht mehr los. Aber ob das so das Richtige ist, das fühlt sich bei vielen Leuten, die vor allen Dingen neu im Network Marketing sind, sehr falsch an. Ja? Fakt ist aber, die besten Verkäufer der Welt verkaufen auf 100% gesehen bei der ersten Impression 2%. Egal in welchem Marketing-Tool da draußen. Vor allen Dingen online. Die normale Conversion Rate ist 2%. Ja. Oder niedriger teilweise sogar. Oder niedriger. Absolut. 100%. 2% wäre ideal. Aber meistens sogar niedriger. Wo liegt aber das Geld? Im Follow-up. Ja. Ich habe viele Beispiele in meinem Team. Unglaublich. Ich kann dir unglaublich viele Beispiele geben. Und zwar also wenn du mich jetzt mal wegnimmst quasi aus dem deutschen Markt, die jetzige Nummer 1 im Markt in Deutschland ist gerade diesen Monat zur Nummer 1 geworden, gerade Diamond geworden, ist jemand gewesen, bei dem ich ein Jahr lang einfach nur cool war. Also wir haben halt Kaffee getrunken. Wenn der gesagt hat, hey, kommst du rum zum Mittagessen, dann habe ich mir einen Flieger gesetzt. Bin hingeflogen, habe Mittag gegessen und bin mit der nächsten Maschine am nächsten Tag wieder zurückgeflogen. Das kann natürlich nicht jeder, aber ich habe daran geglaubt, dass die Person unglaublich im Network Marketing sein kann. Unglaublich im Network Marketing sein kann. Was habe ich gemacht? Ich habe Zeit investiert, ich habe Geld investiert. Ich bin hingegangen, habe einfach wirklich, aber in allererster Instanz freundschaftlich agiert. Ich war nicht hinter dem Geld die ganze Zeit her, sondern die Person war einfach eine tolle Person, mit der ich gerne Zeit verbracht. Um die Frage ganz direkt zu beantworten, es gibt keine Erfolgsformel dafür. Fakt ist, dass das viel mit Fingerspitzengefühl zu tun hat. Wenn aber du am Anfang im Network Marketing bist,
halte dich nicht so lange mit Menschen auf, die du überreden musst, um einzusteigen. Es bringt dir überhaupt nichts, mit jemandem zu diskutieren. Wenn der Thomas jetzt zu mir hinkommt und sagt, ey, ich bin sein Kollege, und er sagt zu mir, ey, da ist dieses Ding da, ich mache dieses Ding da und ich verkaufe da so ein bisschen, ich mache ein bisschen, hey, das wäre, glaube ich, auch was für dich. Und ich entgegne ihm mit völligem, ich sage, bist du bescheuert, ich verdiene doch hier bei der Polizei 3.500 Euro, ich bin doch Verbeamte, das ist doch alles gut, guck mal hier, Frau, Kind, was erzählst du mir denn da und was auch immer. Alleine, dass Thomas, also mit so einer Person, da braucht Thomas ja nicht mehr mit mir reden. Also da gibt's ja, da ist ja wirklich einfach so eine Kluft dazwischen, funktioniert ja nicht. Jetzt passiert aber Folgendes. Thomas hat mich angesprochen, unterbewusst in meinem Kopf ist das abgespeichert. Ich weiß das. Thomas ist ja ein Freund von mir. Jetzt kommt irgendwann irgendeine Situation, ein Jahr später, und der Thomas macht immer noch sein Aloe Vera-Ding. Und man denkt sich immer noch, boah, der macht das ja, der macht das wirklich, der hält schon wirklich lange durch jetzt. Wirklich, also Wahnsinn. Und jetzt hat er sogar auch noch Umsatz und der hat sogar ein Team und der macht sogar, wow, wirklich Wahnsinn. Aber jetzt würde ich natürlich nie eingestehen, nie. Aber jetzt kommt irgendwo ein einschneidendes Erlebnis. Irgendwas. Irgendwas, Kinder, Job, irgendwas ist nicht mehr so, wie es damals war. Und auf einmal schließt sich die Kluft irgendwo, weil das, was Thomas nämlich damals zu mir gesagt hat, und zwar, hey du, pass auf, falls irgendwann mal, lass uns gerne mal drüber reden, weil guck mal, wir arbeiten von zu Hause aus, wir machen das, wir haben voll viel Zeit mit unseren Future-Kindern, wir haben dies, wir haben das und so weiter und so weiter und so weiter. Hey, wenn irgendwann mal was ist, melde dich einfach. Dann ist der richtige Zeitpunkt. Das bringt nichts, mit jemandem zu diskutieren, ob Network Marketing für jemanden was ist oder nicht. In der Sekunde, wo du anfängst zu diskutieren, hast du verloren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, bieten, nicht bitten. Das ist das, was ich gelernt habe. Und dass man, wenn man eine Ablehnung bekommt, nicht gleich A, das Business in Frage stellt oder die Person in Frage stellt. Weil zu früh, zu spät oder genau richtig, das, was wir eben schon gelernt haben, wenn es heute nicht ist, ist es vielleicht nächstes Jahr oder in 2 Jahren oder in 3 Jahren. Und das ist das Schöne, es ist ja nie zu spät anzufangen. Ob ich 20 bin, ob ich 70 bin, anfangen kann jeder. Und da will ich auch nochmal dieses die da oben. Das wird ja auch gerne genannt, die da oben verdienen das ganze Geld. Kannst ja sicherlich auch was sagen, das muss ich jetzt nicht. Was hältst du von dem Satz, wenn du den hörst? Es ist faktisch einfach eine Lüge. Also jemand, der so etwas sagt, das zeigt halt eben einfach seinen Kenntnisstand. Auch vom ja. Also das ist ja Fakt. Also erstmal lass mal über die Fakten sprechen. Generell ist es so, dass in einer Network-Marketing-Firma verdienen die ganz oben sind 0,2% der Kommission der Firma. Ungefähr. Wenn du es mal rechnest. 0,2%. Bei uns ist es ein bisschen größer, die Firma. Die machen knapp über 1 Milliarde Dollar Umsatz im Jahr. 0,2% der Menschen, die an den Kommissionen, also 60% werden ausgeschüttet, 0,2% davon gehen an die Top-Earner. Über 98%, 99, irgendwas% gehen an alle dazwischen, die alleinerziehende Mama mit 2 Kindern, der alleinerziehende Papa mit einem Kind, die Hausfrau, der Student, der verrückte 23-Jährige, der 5-stellig verdient, was auch immer. Die verdienen das eigentliche Geld. Ja, vor allem geht es ja darum, ob du fleißig bist oder nicht. Das heißt ja nicht, der früh dabei war, verdient viel Geld, sondern der viel macht. Weil ich kann ja einsteigen ganz früh und wenn ich nichts mache, verdiene ich halt nichts. Das ist dieser Trugschluss. Das wäre ja ein Pyramidensystem, wenn nur die oben Geld verdienen. Das ist der Trugschluss. Den wollte ich auch noch mal einmal darauf hinweisen. Und wichtig, will ich es ganz kurz dazu sagen. Ja. Wenn man denkt, dass ganz oben die Leute Geld verdienen und nur die oben Geld verdienen, dann dürfte es keine Angestellten mehr geben in dieser Welt. Richtig. Ja, aber das ist ja auch wieder der Trugschluss. Ne? Guck dir so ein Hochhaus an. Ganz oben sitzt die Chefetage. Ganz unten sitzt der kleine IT- oder Sekretärin, Empfangsdame. So, und da ist alles okay. Aber die da oben verdienen Geld. Das ist ja überall so. Aber es ist halt, man darf die Leute, man braucht da nicht diskutieren, man kann die Leute einfach ganz höflich darauf hinweisen und sagen, pass mal auf, ich will dir gar nicht zu nahe treten. Ich bin hier für meinen Erfolg, das ist ein guter Satz übrigens, den kann man sich mal merken, wenn man so diese Herausforderung hat, weil das hat man oft, vor allem am Anfang. Wenn man auch noch nicht Selbstbewusstsein hast. Und zwar, man kann den Leuten sagen, hey, pass auf, auch hier wieder, ich verstehe 100% deine Meinung, weil soll ich dir was sagen? Ich habe das auch am Anfang gedacht. Aber ich habe mit der Zeit festgestellt, dass ich eigentlich nur eine Marietto bin in dem Unternehmen. Ich bin austauschbar, ich bin eine Nummer.
Wenn ich morgen als Marketing-Koordinator weggehe von diesem Unternehmen, haben die übermorgen jemand Neues. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber ich habe für mich entschieden, ich will was aus meinem Leben machen und ich will zu 100% daran eigenständig, ich will zu 100% dafür verantwortlich sein, wie erfolgreich oder wie nicht erfolgreich ich werde. Und deswegen habe ich mich für dieses Vertriebsmodell entschieden, weil hier werde ich nach Leistung bezahlt. Ich werde im Network Marketing nach Leistung bezahlt. Es gibt in Wahrheit, wie viele Wege gibt es bei euch, um Geld zu verdienen? Also quasi, du kannst ein Produkt verkaufen, du kannst jemanden sponsoren und so weiter, aber wie viele Wege gibt es insgesamt? Da erwischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß, weil ich nicht genau darauf weiß, worauf du hinaus willst. Im Sinne von, es gibt ja verschiedenste, ich kann hingehen und ich kann ein Produkt verkaufen, ich kaufe es für 10 Euro ein, verkaufe für 20 Euro. Ja. Ich kann jemanden registrieren, weil er ein Produktpaket kauft, ich bekomme eine Provision. Das sind ja schon mal 2 Einkommen. Theoretisch 3 Wege, Geld zu verdienen, okay, wenn du so willst. Okay. Oder 4, sagen wir mal 4, ja. Okay, die Wahrheit ist, wir haben zum Beispiel ein paar mehr, aber selbst wenn du ein anderes Unternehmen hast mit 20 Einkommenswegen, die Wahrheit ist, es gibt nur 2. Es gibt aktives Einkommen und es gibt passives Einkommen. Wenn du lange genug aktives Einkommen generierst, wirst du irgendwann passives Einkommen generieren. Und aktives Einkommen setzt sich aus 2 Dingen zusammen. Du verkaufst Produkte und du sponsorst Menschen, also Partner. Ganz einfach. Das sind die einzigen 2 Wege, die es da draußen gibt. Ganz unromantisch und ganz, ganz easy handelbar. Wobei ich ein Fan davon bin, zu sagen, aktive Kunden, wenn ich ein gutes Produkt habe, in einer hohen Wiederkäuferquote, ist das auch passives Einkommen. Da kauft nämlich ein Kunde, ohne dass ich was dafür tun muss. Aber der war vorher aktiv, bei dem hast du aktiv geworben als Kunden, du hast ihm dein Produkt verkauft, aktiv gemacht, das machst du lang genug, du hast eine Wiederkäuferquote von 80%, du hast 100 Kunden, 80 davon, dann switch das relativ schnell auf die andere Seite, aber es ist aktiv erst gekommen. Ja, und hier ist the misconception in den meisten Köpfen. Die gehen auf die Arbeit, selbst wenn sie krankgeschrieben sind, bekommen sie 1600 Euro überwiesen. Nach 6 Wochen sogar auch noch 70% ihres Gehaltes. Im Network Marketing? Andersrum. Tust du was? Bekommst du was? Tust du nichts? Bekommst du nichts? Also theoretisch wirst du am Umsatz beteiligt und das wirst du als Angestellter nicht. Letzte Frage, die ich habe, vielleicht kannst du es in 3 Sätzen beantworten, weil die Zeit ja schon rennt. Das wird schwierig. Ich befürchte es. Und dann wollen wir ja noch in eine kurze Frage. Ich habe Zeit, alles gut. Also alles gut. Okay. Ich habe vor 3 Jahren mit dem Thema Network Marketing begonnen. Ich habe gemerkt, dass Network Marketing im Umschwung ist. Dann kam auch noch das neue Buch von Randy Gage raus. Vielleicht kannst du mal mit eigenen Worten sagen, wie du die Entwicklung des Network Marketings wahrnimmst oder wahrgenommen hast die letzten Jahre. Also, ich bin erst seit 4 Jahren im Network Marketing. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die unglaublich viel mehr Erfahrung haben. Ich bin auch vor allen Dingen mit meinem Alter, mit 27, mit Sicherheit nicht der lebenserfahrenste Mensch, den es da draußen irgendwie zu finden gibt. Fakt ist allerdings, dass ich in den letzten 4 Jahren, glaube ich, gefühlte 50 Jahre gealtert bin. Und dadurch also Situationen erlebt habe, die unglaublich, die man eigentlich wahrscheinlich irgendwie später im Leben erst kennt. Zumindest habe ich das Gefühl. Und wenn ich mir Network Marketing anschaue, ich habe in den letzten 4 Jahren unglaublich viele Unternehmen kommen und gehen sehen. Und Thomas, wir 2 haben Unternehmen kommen und gehen sehen. Und manchmal mit guten Gefilden, manchmal aber auch mit nicht so guten. Ja? Aber Fakt ist, dass ich eine positive Entwicklung dahingehend sehe, dass es transparenter wird. Warum? Es gibt einfach Behörden und Regularien, die einfach eingehalten werden müssen. Ansonsten gibt es so Unternehmen wie zum Beispiel die FTC für amerikanische Unternehmen oder auch wie zum Beispiel ganz einfach die IHK. Die IHK bietet seit, lass mich lügen, ich weiß nicht, ich glaube letztem Jahr, Ausbildungskurse zum Thema Network Marketing an. Es gibt Dokumente, offiziell von der IHK unterschrieben, einfach mal bei der IHK anrufen, in eurem Landkreis oder ich weiß nicht, wo ihr gerade seid alle, aber einfach mal nachfragen, wie die zum Thema Network Marketing stehen. Die haben zum Beispiel gerade vor, die IHK Köln hat vor, ich muss es raussuchen, hat ein offizielles Statement abgegeben, dass sie als Empfehlung aussprechen, ein Direktvertrieb/Network Marketing
vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit genau da rein zu investieren. Warum? Weil das jetzt gerade unglaublich vielen Menschen eine Perspektive bietet in Corona-Zeiten, wo ja teilweise Menschen 5 bis 7 Jahre die schlechteste Wirtschaft der Welt prophezeien. So, Network Marketing hat jetzt gerade in diesem Monat einer der höchsten Umsätze weltweit. Weltweit. Ich schätze mal, dass Network Marketing dieses Jahr über 220 Milliarden Dollar Umsatz macht. Ohne Probleme. Und das wäre ein Anstieg von guten 20%. Ohne Probleme. Ich glaube, Network Marketing entwickelt sich unglaublich in eine professionelle Richtung. Vielleicht ist das ein sehr, sehr guter Anlass. Ich glaube, es entwickelt sich, es wird vor allen Dingen, Jürgen Höller zum Beispiel, geht ganz, ganz weit weg von Network Marketing und spricht nur noch über Sales. Ganz einfach. Ja? Dirk Kräuter spricht nicht mehr über Network Marketing, sondern ganz, ganz, ganz klar über Vertrieb. Das heißt, dieses inflationäre Wort Network Marketing wird ein Stück, ich glaube, wir werden es nicht reinwaschen, das wird nicht passieren, aber es wird ein Stück weit von einer anderen Seite und von Behörden beleuchtet, die als absolute Instanz gelten. Und dadurch können wir alle als Profis und angehende Profis das Ganze einfach nutzen für uns. Und ich kann eine Sache sagen, vor allem für den Mittelstand in Deutschland, Network Marketing wird zu einer wirklichen Plan B-Lösung. Einer wirklichen, echten Plan B-Lösung. Weil, damit bevor wir ins Q&A reingehen, die Wahrheit liegt da drin, die meisten Menschen wollen keine 10.000 Euro. Die meisten Menschen können sich im Kopf gar nicht vorstellen, 10.000 Euro zu verdienen. Aber wenn wir es schaffen können, einer alleinerziehenden Mama, die darum kämpfen muss, dass ihr Sohn einen Kita-Platz bekommt, wenn die mit ein bisschen Empfehlungsmarketing 500 Euro im Monat überwiesen bekommt, nur weil sie ein Produkt weiterempfiehlt, dort Verkauf entsteht, sie eine Provision bekommt und damit den Kita-Platz bezahlen kann oder die Miete bezahlen kann, dann ist es lebensverändernd. Es sind nicht die, ich kann euch sagen, mich verändert, also mein Paycheck ist natürlich unglaublich gewachsen in den letzten 3 Jahren, also unglaublich bis hin zu 6-stellig im Monat, aber Fakt ist, es verändert dich nicht. Ich habe meinen größten, ich werde es nie vergessen, es war paradox. Mein größter Monat war Februar 2019. Mein größter Umsatz, also Umsatz, nicht Umsatz, sondern vor allen Dingen Commission, also was ich als Provision ausgezahlt bekommen habe. Ich saß in einem Prager Café, habe einer der höchsten Ränge geknackt, einen der höchsten Paycheck 6-stellig gehabt und ich saß da, hab dann meine vegane Suppe gelöffelt und dachte mir, und jetzt? Es ist alles gut, ich kann meine Miete bezahlen, es ist alles ordentlich, wir sind gesund, aber alles darüber hinaus ist Hilfe, ja, und Bequemlichkeit, gar keine Frage, aber es sind diese 500 Euro, die 1000 Euro bei dem Studenten, die 500 Euro bei der alleinerziehenden Mama, die es nämlich richtig lebensverändernd machen. Weil dann wird es nämlich wirklich, wirklich anders. Und nicht jeder will ganz nach oben. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Aber wenn man sich zum Ziel setzt, ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro zu verdienen, ich glaube, der ein oder andere hier im Call, der würde sich nicht beschweren darüber. Ja? Und ich würde sagen, geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Es geht ja nicht nur um die alleinerziehende Mutter, die viel Erleichterung erfährt, sondern wenn du derjenige bist, der sie ins Geschäft geholt hat, sie ausgebildet hat, damit sie die 500 Euro verdient. 100%. Das ist ja dann auch nochmal für einen selbst eine totale Befriedigung und Erfüllung. Ich finde, das war ein guter Abschlusssatz. Danke dir schon mal für den genialen Input. Muss an dieser Stelle auch einfach sagen, natürlich herzlichen Dank, dass du das hier für uns gemacht hast. So viel wertvollen Content. Ich weiß, wir plaudern hier gerade aus dem Nähkästchen, aber hier stecken irgendwie 4, 5, 6 Jahre Erfahrung in Network Marketing plus das, was du alles an Geld aufgewendet hast, um auf Events zu kommen, Input zu kriegen, mit deinen Mentoren zusammenzuhängen, Flugmeilen, Flugstunden und. Da ist ja in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld reingeflossen und dieser Content und dieses Mindset, das ist ja eigentlich richtig Geld wert. Und da kann oft ein Satz fallen, der dich, weiß ich nicht, einfach schon wieder 5.000 Euro weiter katapultiert und kann an dieser Stelle nur auch jedem raten, Geld zu investieren in sich selbst, in seine Ausbildung, in sein Mindset. Wir waren auch schon auf Events, wo wir gesagt haben, habe ich alles schon mal gehört,
8 Stunden lang und dann zack, fällt dieser eine Satz. Wo du sagst, okay, in diesen 2 Minuten hat es sich gelohnt, nach Frankfurt zu fahren auf das Event, weil jetzt weiß ich, wo ich weitermachen muss. Genau, also, das hatten wir in New York. Genau das. Ja. Okay, also wie gesagt, herzlichen Dank. Ich rufe jetzt alle auf. Wenn Fragen sind, einfach in den Chat rein am besten oder in diese F&A-Fragen- und Antwort-Geschichte, dann kann jeder Fragen stellen. Persönlich, geschäftlich, ich bin ganz offen. Wir können auch jemand, wer sprechen will, dazu holen, ne? Das kannst du auch machen, wenn du jemanden zum Panelist hinzufügst oder zum Dingens machst, glaube ich, dann geht's auch. Also entweder sind jetzt gerade alle etwas technikblind, so wie ich hier gerade im Webinar, oder... Ah, das kann ja nicht sein. Hier kann einer die Hand heben, sehe ich, in Chat schreiben. Es gibt eine Chat-Funktion und eine Fragen- und Antworten-Funktion. Und dann... Vielleicht schreibt der ein oder andere ja auch schon fleißig. Und wir sehen... Hast du denn noch Fragen, Thor? Ich habe bestimmt die eine oder andere Frage hier noch übersehen. Ich fand immer ganz, ganz toll, fand ich das Thema Quote. Ich will das jetzt auch gar nicht vorwegnehmen, aber ihr hattet damals so dieses Beispiel, es gibt ja so eine Quote im Network Marketing. Wie viele Kunden muss ich ansprechen, damit oder potenzielle ansprechen, dass einer Kunde wird? Wie viel muss ich ansprechen, dass einer Vertriebspartner wird? Gibt es da noch so eine unausgesprochene Regel im Markt? Einer von 10 oder sowas wurde immer also gesagt. Am Anfang ist es mit Sicherheit einfach wirklich, wenn es einer von 10 ist, dann, ich glaube, einer von 10 ist am Anfang auch meine Quote gewesen. Also so ungefähr. Also ich habe mit 10 Leuten gesprochen und habe 9-mal so richtig in den Sand gegriffen, weil ich einfach schlecht war. Ich gebe euch gleich einen Tipp dazu, wie ihr das verbessern könnt. Aber mit Sicherheit einer von 10. Aber Fakt ist, dass man das mit Sicherheit verbessert und zwar, Achtung, mit Wiederholung. Das, was ich vorhin gesagt habe, show the plan, show the product, bedeutet also, zeige das Produkt und zeige den Plan. Wenn du glaubst ja nicht, wenn du 100 Präsentationen machst, dass du bei der 100. Präsentation immer so bist wie bei der ersten. Ja. Das glaubst du ja selber nicht. So, das heißt, also es wird wirklich spannend, wenn man mal 100 Präsentationen macht. Ja, also damals, Damien hat damals zu mir gesagt, hey, pass auf, von April bis Dezember, das sind 8 Monate, wie viele Präsentationen kannst du schaffen? Habe ich gesagt, naja, eine am Tag könnte ich hinkriegen. Habe gesagt, wenn du das schaffst, garantiere ich dir, dass du Ende des Jahres mindestens $5,000 verdienst. Und ich habe ohne Probleme vom April 16 bis Dezember 16 ohne Probleme bestimmt 500 oder 600 Präsentationen. So, pass auf. Und anknüpfend an das, was du jetzt gesagt hast, fragt die Christina, ich denke, das hat damit zu tun. Ja. Hast du die berühmte Liste Leute, heißt die bei uns, also quasi Kontaktliste geführt? Ja, habe ich. Und zwar ganz, ganz neumodig. und zwar in einer Excel-Tabelle. Ganz, ganz dumm. Also ich habe... Was ist daran dumm? Was gibt es denn da noch schlauer? Nein, ganz, ganz dumm geführt. Und zwar einfach nur Name und Namen rein und dann habe ich den entweder rot oder grün markiert. Fertig. Also ganz, wirklich ganz einfach. Es gibt einige vielleicht von euch, ich bin zum Beispiel jemand, ich arbeite super gern mit Schreiben. Also ich schnapp mir eine Digitalisierung ist ja alles schön und gut, aber ich kann nicht mal, ich habe hier so viele Sachen, die hier rum, hier überall, der ganze Schreibtisch, alles ist immer am Voll geschrieben und allem drum und dran. Aber ob du das jetzt digital machst, in Form von einer App machst, in Form von einem CRM-System, oder in Form von einer Excel-Tabelle, ist völlig egal, aber die Liste mal zu machen, ihr glaubt gar nicht, was passiert. Wenn du die Liste machst, passiert erstmal eine Sache. Und zwar, du erkennst überhaupt erstmal dein Potenzial. Wen du eigentlich so kennst. Ah, die Astrid, die ist ja da und die Astrid, die kennt ja den Holger und der Holger, der kennt doch diesen einen da und der ist doch hier und da ist da. Versteht ihr? Auf einmal wird aus eurem Netzwerk das wie so ein Familienbaum zeichnen. Ist super spannend, dass eure Familie aber irgendwie nie endet. Super spannend. Super, super spannend. Also wirklich sich Gedanken darum zu machen, wer so eigentlich in seinem Netzwerk drin ist, ein unglaubliches Tool. Kann ich wirklich nur empfehlen. Was ich auch mega finde, es ist ja dynamisch, es lebt. Weil irgendwann kommst du an den Punkt und sagst, so mehr kenne ich nicht.
So, und dann fängt es ja an, dass du durchs Leben gehst. Du gehst zum Bäcker, du gehst zum Postamt, du kennst ja die Leute und dann denkst du, ach, scheiße, den habe ich ja noch gar nicht. Und jeden Tag lernst du ja neue Leute kennen. Du kannst die sofort, ich empfehle auch immer Google-Tabellen auf dem Handy als App zu nutzen, damit du sofort beim Bäcker in der Bahn oder so, wenn dir was einfällt, das sofort notieren kannst. Warte mal, jetzt war, glaube ich, hier der David als nächstes. Jetzt muss ich irgendwie in den Chat kommen. David hat gefragt, was hältst du von Flyern? Wahrscheinlich meinst du, David, damit Flyern auslegen, also sprich in der Stadt und so weiter. Ist das das, was gemeint ist? Ich gehe davon aus. Ja. Ich halte da nichts von. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, was gut sind, das macht ja viel, ich glaube, Thomas, macht ihr viel, sind die Flyer, die ihr da reinlegt und Broschüren und so weiter, also diese Customer Experience einfach ein bisschen schöner und besser zu gestalten, das finde ich immer cool zu machen, vor allen Dingen, wenn es selber gemacht ist, super geil, also super persönlich und kundenbindend, aber wer verteilt denn heute noch Flyer? Die DKMS oder irgendwelche Wir retten den Regenwald, Jungs. Das meine ich ja gar nicht böse, aber ich bin der Meinung, dass heutzutage der Flyer ist einfach Social Media. Das denke ich persönlich. Aber es gibt mit Sicherheit Menschen, auch die Flyer verteilen und damit erfolgreich sind. Also für mich würde es nicht funktionieren. Für mich. Also ich habe da auch eine ganz klare Meinung zu. Man kann es pauschal so nicht sagen. Auch wenn wir in 2020 leben, es kommt A aufs Produkt an. Ich könnte jetzt, wenn ich Maschinen verkaufe, macht Flyer überhaupt keinen Sinn. Riesenstreuverlust. Und ich muss gucken, ob ich die richtige Zielgruppe erwische. Ich denke, es hängt vom Produkt ab. Ich glaube, dass es in unserer Firma definitiv Sinn macht zu flyern. Ich kenne eure Produkte. Ich weiß, dass es deutlich höherpreisiger, mehr Lifestyle ist. Ich glaube, da tut man sich wirklich schwer mit Flyern, weil es auch sehr beratungsintensiv ist. Also ich würde das so pauschal nicht abdingsen. Ich glaube, dass wir in unserem Bereich, dass das sehr, sehr sinnvoll ist. Vor allem ist unsere Zielgruppe auch teilweise älter. Das weiß ich. Und die freuen sich tatsächlich im Briefkasten so ein Ding. Ach, guck mal, Werner, hier für meinen Darm. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, wenn ich jetzt daran denke, ich komme ursprünglich aus dem Süden von Frankfurt und ein Dorf mit 800 Einwohnern. Also ich kann dir eine Sache sagen, da gibt es eine lokale Zeitung, das ist die Babenhäuser Zeitung. Und diese Babenhäuser Zeitung, da sind immer Leaflets, also Flyer drin und der ganze Wahnsinn. Und die Leute, also die planen tatsächlich ihren Wochenrhythmus und nach diesen Flyern. Also welches Fleisch ist am Donnerstag im Angebot und welches Fleisch ist am Samstag im Angebot? Also ja. danach planen die das. Und wenn man natürlich ein Produkt hat, was weniger beratungsintensiv ist, wenn man jetzt Aloe Vera zum Beispiel nimmt. Aloe Vera hat einfach einen guten Ruf. Punkt. Ob du willst oder nicht. So, Aloe Vera hat einen tollen Ruf. Und wenn man da einfach dann natürlich hier irgendwie punkten kann mit Aloe Verose. Genau, Gehalt und allem drum und dran. Und einfach diese Sachen sagen ja den Menschen, die sich damit auskennen, auch was. Das sind ja Schlagwörter. So, und wenn das natürlich irgendwo dort ausliegt, wo man seine Zielgruppe erwischt, du hast gerade Streuverlust angesprochen, diesen Streuverlust kannst du natürlich mit Social Media natürlich verhindern. Warum? Weil du da natürlich ganz genau targetieren könntest, im Fall der Fälle. Aber das muss man natürlich alles lernen. Also von daher, zweiteiliges Schwert, kommt auf das Produkt drauf an, Und auf, ob man es will. Ganz einfach. Bevor wir zu Veronikas Frage kommen, sorry, Roni, nochmal kurz zu Christina, weil das im Anschluss an die erste Frage ging. Ja. Da geht es jetzt eher darum, dann hast du die angerufen. Also wenn du jetzt die Liste hast, wie gehst du dann vor? Wie näherst du dich den Leuten an? Ich glaube, ich habe noch nie diesen klassischen Vertriebsanruf gemacht. Noch nie. Ich fand das immer zum Kotzen. Immer. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, wie Menschen einen Telefonhörer in die Hand nehmen. Also nicht nachvollziehen im Sinne von schlecht, sondern im Nachvollziehen für mich. Also ich kann mich da nicht reinversetzen, jemanden anzurufen und zu sagen, hey Thomas, also wenn ich da mein Skript hier neben mir liegen habe, hey Thomas, ich hoffe, dir geht es heute gut. Ich habe da eine Frage, ich habe nur 2 Minuten Zeit. Da muss man dazu sagen, das ist etwas, was Randy Gage auch lehrt, ne? Nach diesem Skript. Richtig. Ich kann das nicht. Ich bin da unglaublich schlecht dran. Worin ich richtig gut bin, ist, eine Beziehung aufzubauen. Und zwar eine Beziehung aufzubauen zu jemandem, zu fragen, hey Thomas, wie geht's dir eigentlich? Hey, wie geht's eigentlich dir gut? Letzte Woche noch Schnupfen gehabt. Ich hoffe, euch geht's wieder alles in Ordnung. Hey, lass uns mal wieder auf einen Kaffee in Köln treffen. Hey,
lass mal hier, lass mal da. Und dann entsteht etwas wie Vertrauen. Und wenn Vertrauen da ist, ist das eine große und gute Basis, um einfach mit den Menschen über Geschäft zu sprechen. Bevor Thomas und ich Geschäftspartner geworden sind, war Vertrauen dort. Da war eine Grundbasis da. Wir haben uns getroffen, wir haben uns beschnuppert, wir haben uns mehr getroffen, wir haben telefoniert, wir haben Nummern ausgetauscht, wir haben gesprochen. Und dann irgendwann kam das. So, das Ding ist, dass ich erkläre das meinem Team immer so. Das muss natürlich jeder selber entscheiden, wie man es erklärt, aber ich erkläre es so. Network Marketing setzen viele Menschen gleich mit ihrem Unternehmen. Also sprich, die gehen hin und sagen, hey, Network Marketing ist Herbalife. Network Marketing ist Amway. Ich bin der Meinung, das ist falsch. Network Marketing ist ein Lifestyle. Network Marketing bedeutet Netzwerken. Also sprich, die Person in den Mittelpunkt stellen und mit dieser Person arbeiten. Und zwar wirklich, wie man auch auf der richtigen, also du gehst ja auch nicht auf der Straße, ich gebe euch ein ganz, ganz plumpes Beispiel. Du gehst ja nicht in den Club, siehst eine Frau und sprichst sie an und sagst, hey, zu mir oder zu dir? Machst sie, also klar gibt es bestimmt auch Männer und Frauen, die das irgendwie mögen, bestimmt, ich find's scheiße. So. Das heißt, hinzugehen und überhaupt Bedürfnisse, Qualitäten herauszuarbeiten, einfach mal reinzuhören, vielleicht hat Thomas gerade seinen Job verloren, vielleicht geht es der Frau gerade nicht gut, vielleicht ist irgendwas anderes passiert in der Familie, vielleicht ist gerade Geld schlecht, was auch immer. Dann da zu sein und zuzuhören und zur richtigen Zeit die richtigen Fragen zu stellen, bringt einen viel weiter in meiner Welt, als hinzugehen und zu sagen, oh, ich rufe die jetzt mal an, geskriptet, Kuchen, allen drum dran. Ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Vor allem vergisst man immer ein Wort in Network. Das nehme ich, das Wort Work. Das ist Arbeit. Das geht nicht von heute auf morgen und das muss ich mir ganz arbeiten. Kurz, gib mir ganz kurz eine Sekunde, ich bin sofort wieder. Ja. So, ihr könnt jetzt weiter eure Fragen noch hier reinposten. Ich habe die alle auf dem Schirm. Eine Sache möchte ich aber noch gleich zur Liste Leute fragen, weil so schnell kommt er mir nicht davon. Ist wahrscheinlich gerade das Sushi angekommen. Ach nee. Essen ja vegan. So, sprecht euch nochmal schnell ab untereinander, wenn ihr irgendwie zu zweit schaut oder so, was vielleicht wirklich wichtig ist zu erfahren. Wir haben schon sehr, sehr viel erfahren und sehr, sehr viel gefragt, aber die Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder. Da tut sich was. So, du kommst mir so schnell nicht davon mit deiner Liste, Leute. Und, jetzt ist das Licht ausgegangen, Sekunde. Ja, ja. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt geht's. So, nun hast du ja eine lange Liste gemacht und gesehen, wow, habe ich ein Potenzial. Alles richtig? Dann sagst du aber. Waren circa 80 bis 100 Leute. Okay, man sagt ja immer, man kennt irgendwie 2000 Leute. Es gibt ja auch diesen Satz, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ja, diese 80 bis 100 Leute, bei denen bist du ja nicht gewillt, die auf einen Kaffee zu treffen und eine Verbindung aufzubauen. Das wäre ja auch wahnsinnig zeitintensiv. Wie hast du es geschafft, jeden Tag eine Präsentation zu machen? Wenn du sagst, ich wollte aber erstmal Vertrauen aufbauen. Also irgendwo beißt sich gerade die Katze im Schwanz. Das musst du jetzt nochmal auflösen. Ganz einfach. Ich habe das gemacht, was du gerade als erstes gesagt hast. Und damit bist du doch erfolgreich gewesen. Ich habe im ersten, und das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich habe ich sage euch auch gleich, warum, woher ich das weiß, dass das so ist. Ich habe im ersten Jahr über 14.000 Euro für Kaffee ausgegeben. Immer mit der Kreditkarte. Nee, es gab genau 1 Euro für einen pro Euro Umsatz einen Sirius-Punkt bei der Jumeirah Hotelkette. Und ich bin damals Sirius-Silber-Member geworden und dafür brauchte man genau 14.000 Punkte. Und ich habe es damals so gemacht, ich habe einen ganz normalen Job gehabt. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mir die Liste gemacht, präferiert natürlich mit Menschen, die in Dubai gewohnt haben. Das waren, ich sag mal, die Hälfte davon.
Also ich, wenn ich mir wahrscheinlich intensive Gedanken drum gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich 300 Menschen aus Dubai gefunden. Aber ich habe so 50 aus Dubai gehabt und habe Folgendes gemacht. Ich habe mit denen gesprochen und habe die auf einen Kaffee getroffen. Ich habe die wirklich auf einen Kaffee getroffen. Und habe dann mit denen gesprochen und habe einfach meinen Laptop aufgeklappt und habe gesagt, hey, ich will dir mal was zeigen, das ist mein neues Projekt, mache ich jetzt. Knallhart. Hab das gemacht. Beim ersten Mal hat es 3,5 Stunden gedauert. Bei der letzten Präsi war ich dann bei 35 Minuten. Weil ich dann irgendwann natürlich besser geworden bin. So. Und irgendwann war es so, dass dann irgendwann der erste Partner eingestiegen ist. Und dann habe ich ihm geholfen, genau das Gleiche zu machen. Das heißt, er hat auch seine Leute in das gleiche Hotel eingeladen. Auf einmal waren wir zu zweit und konnten überall Präsentationen machen. Der eine konnte den identifizieren, der andere konnte den identifizieren. Hey, guck mal hier, guck mal da. Ich habe wirklich mir die Mühe gemacht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wirklich. Sind diese ersten Partner noch an Bord? Nein. Kein einziger. Ist das so ein ungeschriebenes Gesetz im Network Marketing? Also, ich kann euch, meine Zahlen sehen wie folgt aus. Das kann ich euch, ich bin da super, super transparent, was das angeht. Ich habe insgesamt in meiner Network-Marketing-Karriere, wenn wir mal nehmen würden, wenn man wirklich auf die Zahl kommen würde, jeden Tag eine Präsentation zu machen und 4 Jahre nimmt, dann sprechen wir von irgendwie 1200 irgendwas Präsentationen oder so. Ja, also wenn man mal jetzt ungefähr rechnen würde. Aber nehmen wir einfach mal, um eine einfache Zahl zu nehmen, so 1200. Ich habe mit 1200, 1000 Menschen, was auch immer, gesprochen zu diesem Geschäft und habe aus 1000 Menschen, 1200, ungefähr 170 Menschen selber registriert. Also ich selber gesponsert in dieses Geschäft. Heißt das bei euch genauso? Ja. Ja. Ich habe 170 Menschen gesponsert. Aus 170 Menschen sind über, mit Overspill sind, ist es eine unglaubliche Zahl, aber ich schätze so ungefähr 8.500 Menschen entstanden in über 60 Ländern, 64 glaube ich. In den entlegensten Dörfern dieser Welt. Völlig verrückt. Und dazu muss man sagen, dass von den 170 wahrscheinlich auch die Hälfte vielleicht gar nicht mehr dabei ist, oder? Warte mal, die spannende Zahl kommt jetzt erst. Jetzt ist die Frage, jetzt fehlt ja eine Zahl. Weil aus 170 sind zwar 8.500 entstanden. Jetzt ist die Frage, okay, wie viele sind denn überhaupt noch aktiv von den 170 eigentlich? Und wie viele haben eigentlich, sind aus denen ist eigentlich was geworden? Und wenn ich jetzt meine Organisation mir anschauen würde, wer leitet welche Teams? Der eine hat ein kleineres, der andere hat ein größeres, der eine ist 3 Jahre dabei, hat 50 Leute, der andere ist ein Jahr mit dabei und hat über 1000 Leute im Team. Das kommt einfach auch ein bisschen auf die Qualitäten und den Einsatz drauf an. Aber 6 Leute führen 8.500. Krass. 6. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Zahl, dass man nochmal darüber gesprochen hat, dass es riesig werden kann, aber dass man nicht alle dafür braucht. Am Ende bleiben die übrig, die richtig Gas geben wollen, die eine Vision haben und ein starkes Why. Ich gebe dir noch eine Zahl, und zwar die ganz, ganz große Zahl. Ich gucke es gerade nach. Und zwar, unser Team insgesamt hat 1,2 Millionen Vertriebspartner ungefähr. Also unser Team, nicht die Firma. Geführt von 50. Ja, krass. Think big, sage ich nur. So, jetzt komme ich mal eben zur Frage von der Veronika. Die erste war, was ist dein Leitspruch, der dein Mindset jeden Tag positiv beeinflusst? Ja, das ist so, es gibt so viele Floskeln da draußen, die jeder irgendwie so völlig falsch interpretiert. Es gibt keinen gewissen Leitspruch. Ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, dass ich gesund bin. Und dass vor allen Dingen meine Verlobte gesund ist, das sind mir die wichtigsten Dinge und ich wache jeden Morgen auf und bin einfach ultra dankbar dafür. Ich glaube, dass Gratitude, also Dankbarkeit, das war übrigens etwas, was ich lernen musste. Dankbar zu sein. Don't take things for granted. Ich habe auf dem Weg, vor allen Dingen als Annika ihren Papa verloren hat, gesehen, wie schnell das Leben einfach mal innerhalb von einem Jahr einfach auf Null geht. So, und ich wünsche keinem diese Situation und mit Sicherheit hat irgendeiner von euch, irgendjemanden in der Familie oder im Freundeskreis, irgendwo jemanden, den er kennt, wo das auch passiert ist, durch Krankheit und Co. Und ich bin der Meinung, dass wir A, dankbar sein dürfen für das, was wir heutzutage haben, finanziell, als auch der Freiheit, die wir haben, dass wir gesund sind. Ein Leitspruch in dem Sinne, think bigger, much sooner.
Also es ist mehr ein Gefühl, mit dem du morgens aufstehst und durchs Leben gehst. Ja. Sehe ich auch so. Es gibt viele tolle Sprüche und viele motivierende Sprüche, gar keine Frage. Aber es gibt keinen Spruch, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, den muss ich mir jeden Morgen irgendwie durchlesen, weil ansonsten kann ich meinen Tag nicht starten. Das habe ich nicht. Nun kennen wir das vielleicht, das kennen wir ja sicherlich beide. Du schreibst Leute ein und plötzlich hörst du nach 3, 4, 5 Wochen nichts mehr von denen. Mhm. Und du weißt, ja, da ist wahrscheinlich irgendwie die Party wichtiger oder der Job oder irgendwas. Irgendwas ist ja immer. Das ist das, was Veronika wahrscheinlich auch meint. Wie motivierst du deine Teampartner, dass sie dabei bleiben, dass sie die schwierigen, erstmal diese schwierige Anfangsphase überstehen? Und was machst du da konkret? Ich mache das eigentlich ganz einfach. Und zwar ganz plump und ganz simpel. Und zwar, wenn ich meine Gespräche führe mit Menschen, spreche ich immer mit ihnen, wo sie hinwollen. Immer. Ich spreche immer darüber, was sie erreichen wollen. Und wenn du dir das vorstellst, wie so eine große Blase, die du denen zeichnest, also eine Welt, die die eigentlich gar nicht kennen. Also du malst denen ja, nehmen wir jetzt mal ein ganz, ganz krasses Beispiel. Jemand ist angestellt, verdient 1200 Euro, schafft es gerade so über die Runden, Urlaub alle 2, 3 Jahre, wenn überhaupt. Und in der Familie keine Unternehmer, keine Akademiker, keiner, der irgendwie Großhäuser und was auch immer. Normal, ganz bodenständig. Jetzt sagst du dem, Network Marketing, die Lösung deiner Probleme. Alles kann, nichts muss. Alles, was irgendwie, der ist ja in einer völlig anderen Welt. Jetzt kommt aber Folgendes. Du malst dem ja diese Bubble mit Network Marketing, eine Illusion, eine Vision, die du ihm malst. Und ich sage den Leuten immer ganz, ganz einfach, hey, du pass mal auf, und das findest du nur heraus, wenn du an dem Menschen interessiert bist und nicht an dem verdammten Umsatz, im Übrigen. Wenn du nämlich mit Menschen sprichst, denen die Hand schüttelst, denen in die Augen schaust und sagst, hey, liebe Veronika, man kommt ins Gespräch, man spricht, hey, wie geht's den Kindern, hey, wie geht's dem Ehemann, hey, was passiert hier, hey, was passiert da? Und du erzählst einfach, weil Menschen wollen sich mitteilen. Das ist so. Ja. Als guter Netzwerker gehst du hin, merkst dir diese Dinge und schaffst Lösungen. Also du fütterst den Bedarf dieser Person. Bedeutet also Folgendes, du malst diese große Vision von dir und du zeigst der Person, dass hier Platz ist für sie. Jetzt startet die Person und sie sagt, oh, völlig motiviert, okay, hier meine Kreditkarte, hier, ich kaufe das Produkt und mache eine Tour. 3 Tage später versuchst du sie anzurufen, hey, Veronika, wo bist du eigentlich hin? Was ist denn passiert? Hallo? Und vielleicht geht sie gar nicht mehr dran. Das Einfachste, was du tun kannst, ist, die Menschen daran zu erinnern, für was sie gestartet sind. Weil es kann ja nicht sein, dass sie sich ihre Träume von irgendjemandem da draußen zerstören lassen auf einmal. Die Menschen an den Cojones quasi tatsächlich zu packen und ihnen zu erklären, hey, du hast damals, hast du gesagt, du bist gestartet, weil du deinen Kindern die Zukunft erwirklichen wolltest, die du nicht aufgebaut, also die du einfach nicht hattest oder die Kindheit denen geben willst, die du nicht hattest. Wenn du das mit Emotionen verpackst, kriegst du die Menschen immer wieder auf Spur. Immer wieder. Also es ist wichtig, ganz am Anfang, und da hatten wir gar nicht drüber gesprochen, nach dem Why, nach dem berühmten Why zu fragen und das nicht erst hinterher, wenn die Motivation vielleicht im Keller ist. Ich glaube, dass das leider das Warum ultra inflationär benutzt worden ist, weil viele Menschen immer sagen, was ist denn warum? Hat man mich am Anfang gefragt und ich habe dann irgendwie immer irgendwelche komischen Sachen gesagt. Heutzutage kann ich dir die Frage immer noch nicht beantworten. Also zumindest nicht zu 100%. Ich kann dir die Frage dahingehend beantworten, dass ich dir sagen kann, okay, was inspiriert mich und was möchte ich im Leben erreichen? Aber mein tiefes Warum kommt, glaube ich, mit der Zeit und mit Lebenserfahrung. Ich habe damals hat meine Ableiter damals zu mir gesagt, Taylor, du brauchst ein Warum. Und dann habe ich so in die Runde geguckt und dann hat der eine gesagt, Privatjet, der andere sagt Lamborghini, der andere sagt das, der andere sagt das, der andere sagt irgendwie, ich will 20 Rolex haben, der andere sagt, ich will Millionär werden. Und ich denke mir die ganze Zeit so, sag mal, was seid ihr denn für, das sind doch keine Warums.
Also ein Warum ist, ich will meinen Kindern irgendwas ermöglichen oder ich will meine Mama oder mein Papa oder irgendwas, ich will ein Dorf bauen oder ich will Menschen einen Brunnen bauen, dass sie Wasser haben oder ich will Tiere retten, Wale retten. Das ist vielleicht ein Warum, aber doch kein Lamborghini. Fakt ist, dass ich mich ein Stück weit habe dahin leiten lassen und ich mir für mich festgestellt habe, ist, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Und ich glaube, das kommt mit Lebenserfahrung. Ich habe mein Warum, ich habe das auch immer lange nachgedacht und wir waren zusammen mit dem Team bei einem so einem Motivationsevent und dann ist mir klar geworden, mein Warum ist dieses, der Weg dahin. Gar nicht das Ziel, etwas zu erreichen, sondern das, was ich jetzt habe, als Selbstständiger zu arbeiten, diese Produkte verkaufen zu können, ein Team auszubilden, das ist mein Why. Das macht mir voll Spaß. Es ist mir da erst 2 Jahre später überhaupt in den Sinn gekommen, dass ich in voller Erfüllung das machen kann, was ich tue. Und ob man dann mehr verdient in 2, 3 oder 4, 5 Jahren, das ist alles noch Zucker obendrauf. Aber wer kann denn das schon behaupten, morgens aufzustehen und sagen, hey geil, Ärmel hoch und jetzt machen wir weiter. Also Ruth und ich haben das mittlerweile jeden Tag hier. Wir sind schon völlig bekloppt. Unglaublich also, frei. Ja. Und da fängt Freiheit an, dafür brauchen wir nicht 1 Million. Richtig. Da die Frage kann ich ausblenden. Wie gehst du mit einem Nein um? Kunde, Partner? Generell ist ich frage mal so, halt, bevor du beantwortest, du bist ja jetzt networkmäßig gereift. Wie bist du vor 4 Jahren mit einem Nein umgegangen? Und wie gehst du heute mit einem Nein um? Sehr gute Umformulierung, weil dahin hätte ich es jetzt nämlich gelenkt. Hm. Und zwar, ein Nein am Anfang war für mich. Also du musst dir vorstellen, wenn jetzt jemand steht vor dir und sagt, nein, möchte ich nicht, dann er dreht sich um und geht, ich wäre halt hinterhergerannt. Und ich bin hinterhergerannt. Ich habe nochmal auf die Schulter geklopft, habe gesagt, hey Thomas, aber guck doch mal, das kann doch so viel und das kann doch hier und guck mal, das gibt dir wieder Haare auf dem Kopf und alles ist gut und allem drum und dran und alles ist gut. Warum nicht? Hey, du willst doch das Auto, hey, du willst doch das Leben. Ich wäre immer wieder hinterhergerannt. Und ich bin immer hinterhergerannt. Heute weiß ich, dass ein Nein bedeutet, dass die Menschen mich beobachten werden, dass die Menschen aber sehen möchten und mich testen möchten, ob ich der richtige Partner für sie bin in diesem Bereich und ich mich beweisen muss. Weil wenn sie nämlich durch mich eine Garantie haben, dass sie erfolgreich werden, klar, die gibt es nirgendwo, aber wenn sie so gut es geht das Gefühl haben, dass sie mit mir gemeinsam erfolgreich werden, kommen sie wieder zurück. Eine Sache mache ich nie und das war damals, heutzutage, wenn jemand Nein zu mir sagt, dann ist es halt nein. Und dann tut er mir schrecklich leid. Weil wir haben nicht nur ein Million-Dollar-Business aufgebaut, sondern einige. Und dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. So. Ich fand den Satz einfach mal cool, den deine Ableihen gesagt hat. Du weißt, wen ich meine, der nebenan wohnt. Daniel. Hast du ja eben schon genannt. Das fand ich sehr cool in einem Video und sagte, wenn ich zu einem hingehe und frage, willst du Vertriebspartner werden? Jetzt einfach mal so abgekürzt gesagt. Und er sagt nein, dann sagt er, ist doch nicht schlimm, der war ja vorher auch nicht da. Ich habe ja gar nichts verloren. Und ja, sehr gut vom Mindset her, sehr, sehr gut. Ja, weißt du, das ist so einfach, aber in dem Moment ja, wurde uns das auch eigentlich ziemlich klar, dass man diese Perspektive, diesen Perspektivwechsel wieder machen sollte und gar nicht enttäuscht sein soll. Und so. wir dürfen nicht vergessen, nochmal, alle wollen, aber nicht jeder macht und würde und ist bereit, den Weg zu gehen. Guck mal, wir sind eine kleine Runde hier, ganz entspannt, ob jeder hier diesen Weg gehen muss, den ich gegangen bin oder den Thomas gegangen ist, die letzten Jahrzehnte ja schon fast. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wir müssen aber auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die sich mit 1500 Euro netto wohlfühlen. Fertig. Die fühlen sich wohl damit, einmal im Jahr ihren Urlaub zu machen mit ihren Freunden und sind happy damit. Ja, finde ich einen super Punkt, dass unsere Träume nicht die der anderen sein müssen. Und völlig dann sind wir völlig entrüstet, sagen wir, oh, was ein Idiot, der lässt eine Chance gehen. Ganz, ganz wichtiger und guter Punkt. Wir sind alle unterschiedlich. Oft gehen wir hin und stülpen so einen Sack über die anderen und sagen, oh, du musst jetzt aber an das Gleiche glauben wie ich. Und du musst jetzt aber auch einen Rolex und du musst jetzt aber auch den Helikopter und du musst jetzt aber auch den Luxusurlaub. Nein, überhaupt nicht. Wenn ich meiner Mama erzähle, Rolex, Luxusurlaub und Privatjet, dann guckt die mich an und versteht gar nicht, was ich meine.
Überhaupt nicht. Das kann ich überhaupt gar nicht greifen. So, meiner Mama ist einfach nur eine einzige Sache wichtig. Und zwar, dass es uns gut geht, und zwar ihren Kids, dass wir genug zu essen haben, das ist das Wichtigste. Und naja, dass man sich halt irgendwie ein paar Monate immer mal wieder sieht. Mehr Geld? Scheiß auf Geld. Braucht sie nicht. Sie sagt Luft und Liebe, mehr brauche ich nicht. Ich brauche einen Hund und kann laufen gehen jeden Morgen, mehr brauche ich nicht. Und ich ist happy. Mit Geld kann ich sie nicht motivieren. Überhaupt nicht. Finde ich gut. Auch cooler Abschluss, weil das kann weg. Und das Feedback daran erinnern, für was sie gestartet sind, mega. Auch von der Vroni. Ja, ich denke, es kommt jetzt nichts mehr rein. Und ich sag's nochmal, mega Content. Coole Sache. Ich freue mich auch super, dass so gut wie alle, ich glaube, wir waren einmal bei 16 Teilnehmern, drin geblieben sind. 2 Stunden lang auf dem Freitagabend. Gut, jetzt ist Corona, aber da gibt es sicherlich bei Netflix und Co. auch vielleicht nochmal eine spannende Serie. Trotzdem sind alle hier geblieben. Ich werte das einfach mal, dass alle das sehr, sehr hilfreich fanden und dir auch sehr, sehr dankbar sind. Ich denke, ich spreche da im Namen von allen, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und das ist auch so ein Ding, was ich im Network Marketing schätze. Bedingungslose Hilfe, auch sogar netzwerkübergreifend. Weil man sieht sich immer zweimal im Leben und das ist genau das, was du auch die ganze Zeit gepredigt hast. Beziehungen aufbauen, Selbstlosigkeit und das ist, glaube ich, das Herzstück von Network Marketing und dann kommt der Erfolg von alleine. Besseres Schlusswort, glaube ich, gibt es gar nicht. Wie sagt man Adios und auf Wiedersehen in Dubai? Salam alaikum. Na gut, schließe ich mich. Oh, warte mal, hier ist noch ein Chat 3. Was heißt denn, was ist denn? Hier war noch vielen Dank und Co. Ja, hier steht noch, machst du viel Kaltkontakte im Netzwerk, also online? Ich mache überhaupt keine Kaltkontakte. Null. Zero. Weil ich der Meinung bin, dass ein guter Networker keine Kaltkontakte hat, sondern er kennt sein Netzwerk und das ist warm. Und wenn jemand kalt ist, dann spreche ich nicht auf Network Marketing direkt. Aber irgendwann war einer mal kalt, den gar keine Frage, du eben angesprochen hast. Aber ich habe ihn mir erwärmt. Okay, also was du sagen willst, du willst nicht mit der Tür ins Haus fallen bei jemandem, den du nicht kennst, sondern erstmal eine Beziehung aufbauen und damit ist die Frage, denke ich, wärmstens beantwortet. Sehr gut. Ja, cool. Dann Salam Alaikum nach Dubai und wir hören uns. Alles klar, vielen Dank, liebe Grüße und Thomas, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Werden wir. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.